steigt, das Leben wird immer teurer und das hören wir jetzt schon seit Wochen. Es wird wenig kommuniziert, warum das so teuer wird. Es wird nur kommuniziert, dass es teurer wird. Dass es eine Preiserhöhung geben muss, ist klar. Aber manche reimen auf. Ich glaube, dass manche aufreimen. Dass viele anders nehmen jetzt das große, den großen Erhöhung um die Preise, dass die Preise erhöhen. Ein hoher Wert war erwartet worden, dass er so hoch wird. Damit hatten aber nur die wenigsten gerechnet. Ich weiß nicht, wie ich das einteilen soll. Es ist momentan totale Umstellung. Die Pandemie und steigende Preise befeuern Armut und soziale Ungerechtigkeit. Ich muss überschauen, planen, rechnen, wo ich was ausgeben kann, was nicht. Also man muss ja nur die Milliardärslisten anschauen. Also die Vermögen haben sich vervielfacht von vielen Leuten. Es gibt immer Leute, die aus jeder Krisensituation versucht, jemand möglichst viel rauszuschlagen. Und das ist in dem Fall sicherlich nicht anders. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die die Miete nicht bezahlen können. Also da läuft schon irgendwas schief. Die höchste Inflationsrate seit Jahrzehnten wird nun noch einmal höher. Ich bin eine Mutter, ich habe eine Tochter. Das wirkt natürlich auf die Sachen, zum Beispiel Spielzeuge sind auch ganz teuer geworden im Vergleich zu voriges Jahr. Das merkt man. Zur Teuerung. Vor allem beim Wohnen ist sie deutlich spürbar. Also ich arbeite jetzt neben dem Studium. Ich habe mir überlegt, mehr zu arbeiten und dann halt dafür länger zu studieren. Ich glaube, man merkt es einfach generell und man macht dann in anderen Bereichen eher Abstriche. Die Teuerung in Österreich verschärft sich weiter. Es trifft generell die Ärmsten. Also die sind irgendwie unter die Räder gekommen. Und dass die Politik einmal vielleicht ein bisschen was eingreift, ne? Dass man da ein bisschen einmal sagt, halt, so geht's nicht. Ne? Dass man das nicht ins Ende nie machen kann. Bist du deppert? Ihr seid wahnsinnig viel. Ihr seid wahnsinnig viel. Die Kollegen aus Tirol sind um 4 in der Früh weggefahren. Die haben die weiteste Anreise. Ich freue mich, dass so viele Menschen gekommen sind. Super, dass ihr da seid. Wir werden heute uns sehr, sehr an Fakten orientieren und ich werde euch die genaue Teilnehmerinnen und Teilnehmeranzahl erst sagen, wenn wir die Registrierungszahl, die Gesamtzahl haben, aber dann haben wir die punktgenaue Zahl, die uns dann der Jakob bringen wird. Wenn das soweit ist, werde ich euch die genaue Zahl sagen. Aber jetzt einmal, schön, dass ihr da seid und schön, dass so viele Ehrengäste bei uns da sind. An der Spitze die Präsidentin der Bundesarbeitskammer, Renate Anderl, und der Präsident des ÖGB, Wolfgang Katzian. Unsere Vizepräsidenten, die Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende Corinna Schumann und der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Vizepräsident Norbert Schnedl. Schön, dass ihr da seid. Die Gewerkschaftsvorsitzenden Christian Meidlinger am Weg hierher, die Vorsitzende der GPA, Barbara Deiber, der Vorsitzende der WIDA, Roman Hebenstreit, der Vorsitzende der Gewerkschaft Bauholz, Beppo Muchitsch, der Kollege Köhler von der Postgewerkschaft. An dieser Stelle, warum können wir den Rainer Wimmer heute nicht begrüßen von der ProG, weil er krank ist. Alles Gute, Rainer Wimmer, wir freuen uns den stellvertretenden Vorsitzenden, Charlie Schaller. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung, des ÖGB und der Arbeiterkammer. Und so freut es mich, die Fülle von AK-Präsidenten und viele von Ihnen sind ja auch in Ihrem Bundesland die ÖGB-Vorsitzenden begrüßen zu können. Markus Wieser,
Günter Goach, Andrea Stangl und Josef Beserl. Und wir haben ja gerade von den ÖGB-Landesvorsitzenden gesprochen. Ich freue mich wahnsinnig. Horst Schachner, Erich Mauersitz, René Williger und Reinhard Stemmer. Schön, dass ihr da seid. Und ganz besonders einen Landesvorsitzenden, weil ich so einen Respekt habe vor 4.10 Uhr. Philipp aus Tirol. Wunderbar. Die erste Fakten. Wie viele Menschen haben Sie heute bei dieser Konferenz nicht angemeldet, registriert? Wie viele Leute sind wirklich in der Halle? Ich freue mich, 3211 Menschen begrüßen zu können. 3211. Herzlich willkommen hier in der Halle, herzlich willkommen am Livestream, zu Hause, im Büro oder wo immer. Schön, dass ihr am Livestream dabei seid. Eure Präsenz zeigt die Wichtigkeit des Themas. Die Wichtigkeit des Themas, Preise runter. Lasst uns einen Blick auf die Teuerung werfen. Schaut euch diese Inflationsrate an. Eine Inflationsrate von 8,4%. Völlig unakzeptabel. 8,4%. Das ist nicht ein Excel. Das ist nicht ein Diagramm. Das ist nicht eine Zeichnung. Das sind Schicksale. 8,4% ist für viele Menschen ein riesen Problem. Und darum sind wir heute da, weil wir dieser Regierung sagen wollen, hey, ihr könnt bei 8,4 nicht nichts tun. Es ist nicht möglich, zuzuwarten, zuzuschauen. Wir brauchen jetzt Entlastungen. Wir brauchen jetzt Hilfe für die Menschen. Es ist nicht akzeptabel. Und der ÖGB und die Arbeiterkammer haben in den letzten Wochen viel, viel gemacht. Wir haben ein Teuerungspaket. Wir haben Punkte. Wir haben diskutiert. Ich könnte euch jetzt erzählen, was wir alles gemacht haben. Aber ich werde das nicht tun, weil es eine Person gibt, die das viel, viel, viel besser machen kann. Eine Person, die da immer dabei war, die mit uns gestritten und gekämpft hat. Und darum bitte ich Sie jetzt auf die Bühne, die Präsidentin der Arbeiterkammer, unsere Renate Anderl. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, erstens einmal noch ein Wille zu reden, ist nicht so einfach. Aber ich muss seinen ersten Satz wiederholen. Es ist ein Wahnsinn, hier stehen zu dürfen. Es ist ein Wahnsinn, so viele Gesichter heute zu sehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt riesig gefreut, wie Willi Merni die Zahlen bekannt gegeben hat. Ein Zeichen dafür, dass, wie wir immer sagen, es ist Zeit, dass die Bundesregierung in die Gänge kommt, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Und Willi hat ja eingangs sehr gut uns vorgeführt. Eine Inflation von 8,4%. Und wir sehen das, und das brauche ich euch in Wirklichkeit gar nicht zu erzählen, die Preise steigen. Der Krieg in der Ukraine verschärft jetzt noch ein bisschen nach und hängt auch noch da dran. In vielen lebenswichtigen Bereichen kann man nicht verzichten. Wir können nicht sagen, ich drehe den Eiskasten jetzt ab und ich brauche kein Wasser mehr, ich brauche andere Dinge nicht mehr, ich gehe gar nicht mehr einkaufen. Das heißt, hier müssen wir hinschauen. Wir sehen, wir merken, wir sprechen mit den Menschen, wir merken, viele Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten und sie wissen auch nicht mehr, wie sie die eine oder andere Rechnung bezahlen sollen. Wir haben es gesehen in dem Spot, es gibt einige, die sagen, ich weiß nicht, ob ich die Miete noch bezahlen kann. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich spreche jetzt nicht von irgendwo in einem kleinen Land auf dieser Welt.
Ich spreche von Österreich. Ich spreche von einem noch immer der reichsten Länder der Welt. Und daher sage ich ganz klar und deutlich, da ist jetzt die komplette Verantwortung bei der Bundesregierung. Und es ist jetzt an der Zeit, dass die Bundesregierung hier aktiv wird und jetzt ein Entlastungspaket schürt, das die Menschen auch spüren. Ich glaube, das ist wichtig. Der Willi hat gesagt, es ist jetzt wichtig zu handeln. Warum sage ich das? Wir müssen jetzt vor dem Sommer, brauchen wir etwas, wo wir sagen, da spüren wir jetzt eine Entlastung. Denn wir müssen davon ausgehen, dass im Herbst noch mehr teurer wird. Das heißt, jetzt ist es notwendig, die erste Entlastung einmal spürbar durchzusetzen. Und erinnert euch, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, und ich glaube, viele von euch wissen es, wenn nicht alle, in der Corona-Krise hat die Regierung die Unternehmen sehr schnell und vor allem sehr großzügig mit Steuergeldern unterstützt. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das war auch euer Geld, wo Unternehmen unterstützt worden sind. Und da hat man nicht wirklich hingesehen, ob es jetzt die Gießkanne ist oder nicht. Ja gut, es sind unsere Arbeitsplätze. Aber jetzt ist es Zeit, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dran sind. Die Menschen sind dran, die Konsumenten und Konsumentinnen. Denn die brauchen jetzt eine Entlastung. Daher bitte genauso schnell wie damals die Unterstützung der Unternehmen. Da fordern wir jetzt ein, die gleiche Entlastung für unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und ich muss euch nicht sagen, dass die Menschen zu uns kommen und sagen, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Es ist egal, ob es die Alleinerzieherin ist, ob es jemand ist, der ein geringes Einkommen hat. Nein, es sind mittlerweile auch viele, die den sogenannten Mittelstand betreffen, die auch nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und ich bin überzeugt, dass ich da stehe und euch das erzähle, aber ich gehe davon aus, dass ihr das in den Betrieben ohnehin tagtäglich hört von euren Kolleginnen und Kollegen, dass ihr immer wieder darüber diskutiert, wie komme ich mit meinem Einkommen tatsächlich bis ans Monatsende. Wieso passiert es, dass manche sagen, nach der Hälfte, nach zwei Drittel des Monats ist mein Geld leer. Ich glaube, da müssen wir hinschauen und das ist wichtig. Und wir als Arbeiterkammer sind die Stimme der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und viele Mitglieder suchen bei uns Rat, weil sie eben Rechnungen wie Strom oder Gas nicht mehr bezahlen können. Wir als Arbeiterkammer schauen aber ganz genau hin und wir haben uns die Preise angesehen. Wo steigen die Preise in Wirklichkeit? Und wir haben dazu auch einen wöchentlichen Teuerungscheck gestartet. Es würde der Bundesregierung übrigens nicht schaden, da ab und zu einen Blick reinzuwerfen, weil vielleicht bekommen Sie, die Herren und Damen, dann auch ein Gefühl dafür, wie es manchen Menschen derzeit geht. Wir bieten unseren Teuerungscheck an, bitte einfach hinsehen. Und wir von der Arbeiterkammer stehen heute hier gemeinsam mit allen Gewerkschaften, gemeinsam mit dem ÖGB, Seite an Seite, um Druck zu machen. Druck, damit, auch wenn wir schon so oft gesagt haben, die Regierung in die Gänge kommt. Wir haben viele Gespräche geführt mit Ministerinnen, mit Ministern, mit dem Bundeskanzler, mit Wirtschaftsforschern. Das war's. Viele Gespräche geführt. Wir haben uns dabei gemeinsam mit dem ÖGB und den Sozialpartnern konstruktiv eingebracht und auch immer wieder unsere Expertisen, egal ob Arbeiterkammer oder Gewerkschaften, angeboten. Aber liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ehrlich gesagt, ich sehe wenig Bewegung, in Wirklichkeit keine Bewegung. Und so wie es Willi Merne gesagt hat, so geht's einfach nicht. Es muss endlich Schluss damit sein, immer nur Nein zu hören. Ich will jetzt endlich, und das will ich jetzt wirklich, ich will jetzt endlich ein paar klare Ja von dieser Regierung hören. Ja, wir sind bereit, rasch alles zu tun, um die Menschen von den horrenden Preissteigerungen zu entlasten. Ja, wir greifen die Vorschläge des ÖGBs, der Arbeiterkammer, der Sozialpartner auf und wir setzen sie um. Und am wichtigsten ist, ja, uns liegt etwas an Armutsbekämpfung in unserem Land, daher tun wir etwas. Das ist das, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
was wir hören wollen und nicht ein Nein. Es ist Zeit für ein Ja zur Entlastung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und falls die Bundesregierung keine Ideen hat, wie man die vielen entlastet, dann sind wir gerne behilflich und erinnern Sie an die Vorschläge, die wir als ÖGB, als Arbeiterkammer bereits auf den Tisch gelegt haben. Und zwar ganz konkrete Maßnahmen, die den Menschen jetzt und schnell helfen. Darunter die Senkung der Steuern auf Energie, das Anheben der Heizkostenzuschüsse oder die längst überfällige gerechtere Gestaltung des Pendlerpauschales. Und all jene, die mit den steigenden Preisen jetzt fette Gewinne machen, auch die sind jetzt gefordert, nämlich ihren Beitrag zu leisten. Wir wollen eine Sondersteuer auf Übergewinne. Daher wollen wir eine Sondersteuer auf Übergewinne der Energieunternehmen und mit diesem Geld sollen die Haushalte direkt unterstützt werden. Und ich kann es nicht mehr hören, wann mir dann gesagt wird, man kann für einzelne Unternehmen keine eigenen Steuern einführen. Wenn man möchte, kann man sehr vieles. In der Pandemie haben wir es gesehen, was alles möglich ist, wenn es darum geht, Unternehmen zu unterstützen. Wir haben auch als Sozialpartner gemeinsam Forderungen formuliert und ebenfalls gemeinsam als Sozialpartner der Bundesregierung vorgelegt. Von einer Einmalzahlung für Arbeitslose und steuerfreie Sonderprämien für Arbeitnehmerinnen über einen Mietstopp bis 2023 bis zur Unterstützung für energieintensive Unternehmen bei den Energiekosten. Es liegt also vieles auf dem Tisch, nur eines ist klar, die Zeit, am Tisch zu sitzen und Papiere auszutauschen, die muss endlich vorbei sein. Und auch Hauruck-Aktionen sind nicht mehr angebracht. Erst gestern haben uns Sozialminister und Finanzminister für heute Nachmittag eingeladen, um über Teuerungen zu sprechen. Und gestern, auch in der ZIP, hat uns der Bundesminister auch uns erklärt, er macht alles mit den Sozialpartnern. Ich sage es ganz ehrlich, ich befürchte, sie werden ein Paket auf den Tisch legen, ein Paket, wohlgemerkt, über das wir nicht wirklich verhandelt haben und unterstellen dann und sagen dann auch noch mit den Sozialpartnern. Jedes Mal haben wir die Situation, dass es einen Arbeitskreis gibt, es gibt eine Sitzung, dann folgt keine weitere und dann wissen wir auch nicht, was weiter passiert. Aber man kann dann sagen, mit den Sozialpartnern. Und ich vermute auch, dass dieser Termin heute nicht zufällig am Tag der heutigen Konferenz stattfindet. Ich kann euch von hier aus versprechen, von uns wird es keinen Blankoscheck geben für irgendwelche Pakete, nur damit die Regierung wieder sagen kann, alles mit den Sozialpartnern, mit Arbeiterkammer und ÖGB abgesprochen. Bei solchen Spielchen spielen wir nicht mehr mit. Die Menschen, unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die Konsumenten und Konsumentinnen brauchen keine Spielchen. Sie brauchen eine Entlastung und zwar rasch und jetzt. Was jetzt dringend nötig ist, darauf werden ja die Kolleginnen und Kollegen nach mir noch im Detail eingehen. Für uns als Arbeiterkammern ist auch im Zusammenhang mit der Teuerung eines ganz wichtig. In Krisenzeiten war und ist der Sozialstaat ein Fels in der Brandung. Er muss weiter ausgebaut werden, denn wir wollen weiterhin den besten Sozialstaat der Welt. Sozialleistungen erhöhen, das ist das beste Mittel, um Armut zu vermeiden und zu bekämpfen. Und da meine ich konkret jetzt unter anderem Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosengeld, Familienzuschläge und vieles mehr. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind nach wie vor noch so ein reiches Land. Aber dieser Reichtum, und das sage ich nicht das erste Mal, ist eindeutig falsch verteilt. Das muss sich ändern, dafür werden wir sorgen.
Ich sage im Namen aller Arbeiterkammern herzlichen Dank, dass ihr heute hier seid, dass ihr mit uns gemeinsam sozusagen zeigt, so kann es nicht weitergehen, dass ihr gemeinsam sagt eindeutig Preise runter. Und diese Konferenz ist dafür ein wirklich klares und deutliches Zeichen, dass es jetzt endlich um die Menschen geht, um die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, um die Konsumenten und Konsumentinnen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, ein herzliches Glück auf. Unfaires Privileg war das jetzt. Ich möchte euch nur sagen, ich bin dir sehr dankbar, Renate, ich bin dir sehr dankbar und das, wie oft du wir gesagt hast und das Schöne ist, wenn die Freundinnen und Freunde von der AK wir sagen, dann meinen sie wir, das ist spürbar und ich glaube, das ist auch unser Erfolg. Vielen, vielen Dank dafür, Renate, vielen Dank. Und ich schließe bei der Renate an, die Renate hat gesagt, wir haben ja schon viel da und nicht nur Gespräche. Und erinnert euch, wir haben im November unser Winterpaket präsentiert, Funkstille. Dann haben wir eine Online-Petition gestartet zum Thema Preise runter. Und wir haben für heute vorbereitet, dass wir euch das Ergebnis der Online-Präsentation sagen. Wie viele Leute haben das unterschrieben? Und es waren 31.184 haben es online unterschrieben. Und dann haben wir gesagt, na gut, aber wir wollen es ja auch ausdruckt. Und wir haben, ich habe jetzt nicht alle mit, weil das der Zahler die nicht, wir haben auf Papier 23.923 Unterschriften, wo Menschen gesagt haben, Preise runter. Und die letzten haben wir heute gesagt, die Zahl stimmt auch nicht, weil es wieder mehr sind. Danke an die Föstler, die es heute übergeben haben, damit wir die Zahl nicht mehr aufbringen. Das heißt, in Summe, für die, die gut Kopfrechnen können, ich kann nicht dazu, 55.107 Menschen haben das unterschrieben und haben mit ihrer Unterschrift eine Erwartungshaltung formuliert. Und da sind wir gemeinsam mit den 55.000 ein wenig enttäuscht. Ein wenig enttäuscht. Und die Renate hat sie angesprochen, weil es viele Bereiche gibt, wo wir die Probleme sehen. Einer der Bereiche ist die Energie. In vielen, vielen Mails haben Menschen uns Beispiele geschickt, wie sie mit den Energiepreisen zu kämpfen haben. Und das ist jetzt keine Geschichte, wo man sagt, das ist ja nur euer ÖGB-Thema. Schauen wir uns einmal an, was waren die Headlines der Zeitungen in den letzten Tagen. Und wenn sich das ausschaut, Gas treibt den Strompreis hoch, von der Pension bleibt nicht einmal die Hälfte übrig. Wenn man sich das ausschaut, da kann man nicht sagen, das ist ein ÖGB-Thema. Nicht bei den Headlines und nicht bei den Zeitungen. Und wenn sie sagt, jetzt hat er halt 5 Jahre aus, dann sagt, nein, da geht man euch nur weitere zeigen, wir zeigen es euch auch. Das heißt, das Thema ist bekannt. Das Thema muss an jeden klar sein, der es sehen will, der es wirklich sehen will. Und wir haben auch da Menschen gefragt, wie seht ihr das eigentlich mit den Energiepreisen? Stromrechnung ist auch mehr geworden. Also ich und mein Mitbewohner, wir zahlen jetzt 50 Euro mehr. Die Abrechnung, ja. Und das war ein kleines Überblieben als das zum Stunden. Mhm. Und einmal im Monat die Rechnung auf zweimal zahlen. Also Strom ist bei mir auch extrem gestiegen. Nur das ist eine Tatsache, die ich zu akzeptieren habe. Ja. Wenn man der Prozentanteil von der erneuerbaren Energie in Österreich in Betracht zieht, diese Erhöhung ist nicht zu verstehen. Der steigende Energiepreise ist eine Tatsache, die wir zu akzeptieren haben, war eine der Aussagen. Aber ist es so? Ist es eine Tatsache, die wir akzeptieren sollten? Und schauen wir sie vielleicht gemeinsam mal an, wie hoch ist der Anstieg eigentlich? 30% fast. Ist das zu akzeptieren? Sind 30% zu akzeptieren? Und jetzt in den letzten Tagen haben viele Menschen uns kontaktiert, die gesagt haben, ich habe einen neuen Vertrag,
ich habe jetzt mal eine Wohnung gekauft, schaut euch den Stromvertrag an. Ich sage es euch ganz ehrlich, wir haben bei der Arbeiterkammer angerufen und gefragt, kann das stimmen? Kann das wirklich stimmen, was die Leute sagen? Und es stimmt. Wir haben es ganz konkrete Beispiele. Eine Familie mit 4 Leuten, durchschnittliche Stromkosten 1.000 Euro bisher im Jahr. Neuer Vertrag, neue Kosten. Wie viel mehr? 100 Euro mehr, 200 Euro mehr, 1.000 Euro mehr. Das Doppelte. Der einzige Fehler ist, ein neuer Vertrag unterschrieben. Statt 1.000 Euro, 2.000 Euro. Das ist völlig unakzeptabel. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, da muss Lösungen geben. Ja, ey, da fallen uns ein paar ein. Zum Beispiel könnte man sagen, Strom sparen, auch bei der Veranstaltung. Na, dann schalten wir halt das Licht vom Beamer weg. Öffentlicher Dienst, Norbert Schnedl, mit Licht. Ja, lieber Willi, du, danke, dass du das Thema so toll aufbereitet hast. Also ich kann da sagen, wenn du beim Rechnen ein bisschen schwach bist, beim Reden bist du es nicht. Das können wir, glaube ich, alle da bestätigen. Willi, das hast du wieder einmal sehr gut gemacht. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist wirklich beeindruckend, in den Saal zu schauen. Über 3.200 Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, für ihre Interessen einzutreten. Das ist die Stärke des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Das ist die Stärke jeder einzelnen Gewerkschaft. Herzlichen Dank für diesen Einsatz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich habe jetzt das schöne Thema Energie zu behandeln und ich möchte euch sagen, da werde ich jetzt ein paar Zahlen bringen müssen. Zur Stromproduktion in Österreich, zum Stromverbrauch. Wir haben in Österreich die Situation, dass wir ca. 58% unseres Stromes aus Wasserkraft beziehen. Wir beziehen ca. 10% aus Windkraftwerken und ca. 4% aus Photovoltaikanlagen und 28% aus fossiler Energie und aus Biokraftstoff. Das bedeutet, liebe Kolleginnen und Kollegen, knapp 80% unseres Energieverbrauches kommt aus erneuerbaren Energien. Und wieso ist es jetzt so teuer? Das Wasser ist nicht teurer geworden, der Wind ist nicht teurer geworden, die Sonne irgendwie auch nicht. Das ist deswegen, weil der Strommarkt kein freier Markt ist. Es besteht für alle Konsumentinnen und Konsumenten ein faktischer Kontrahierungszwang mit relativ wenigen Anbietern, in der Fachsprache Oligopole, und es gibt ein System, wie der Strompreis berechnet wird, und das werde ich jetzt erklären. Der Willi hat gesagt, ich darf eine halbe Stunde brauchen, weil es ein bisschen kompliziert ist. Das heißt die Merit Order. Merit Order, Englisch, ist übersetzt die Reihenfolge der Vorteilhaftigkeit. Das sagt schon ein bisschen was aus, eine Reihenfolge der Vorteilhaftigkeit. Das bedeutet, verkürzt gesagt, ich brauche jetzt keine halbe Stunde, das am teuersten produzierende Kraftwerk, das zur Deckung des aktuellen Strombedarfs noch notwendig ist, bestimmt den Preis für alle Anbieter. Das ist also nicht schlecht, so würde ich auch gern wirtschaften. Das heißt, das ist es meistens ein Gaskraftwerk. Und was mit dem Gaspreis passiert, wie ist, das brauche ich nicht erzählen, ich sage es aber trotzdem. Von Mai des vorigen Jahres bis zum Mai heuer ist der Gaspreis im Großhandelsvolumen um 474% gestiegen. Von Juni zu Juni um 420%, also so rund über 400%. Und das ist natürlich klar, dass das zu enormen Gewinnen führt. Daher erheben wir Forderungen, um unsere Kolleginnen und Kollegen und die Haushalte deutlich zu entlasten. Das System
Der Merit Order muss so schnell wie möglich abgeändert werden oder es muss ersetzt werden. Das ist ja kein Naturgesetz, sondern das machen Menschen und das kann man auch ändern. Das hat vielleicht in der Vergangenheit funktioniert, aber mit einem Angriffskrieg in der Ukraine durch Russland ist das ganz einfach eine andere Situation. Und der zweite Punkt. Und der zweite Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, der ist ganz wichtig. Die bisher erzielten Übergewinne sind zur Entlastung der Konsumentinnen und Konsumenten zu verwenden. Und zwar durch Abschöpfung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drei Sätze noch zum Gaspreis. Das ist natürlich auch eine komplexe Sache, aber ich denke, wir können nicht akzeptieren, dass der Gaspreis so hoch ist, wie er derzeit ist. Denn das Gas fließt nach wie vor, da hat sich nicht wirklich etwas geändert und der Gaspreis ist ganz einfach explodiert. Ich habe es schon erwähnt, über 400% die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Daher, hier vier Forderungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstens, wir brauchen die Bildung eines Käuferkartells auf G7-Ebene, um den Gaspreis zu senken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweitens, wir brauchen Unterstützungsmaßnahmen für einkommensschwache Haushalte, und zwar jetzt. Drittens, wir brauchen ganz einfach einen temporären Gaspreisdeckel, zum Beispiel, wenn es einen Lieferstopp durch Russland gibt. Und viertens, wir müssen natürlich die Forcierung des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern vorantreiben. Das ist ganz einfach eine unbedingt notwendige Forderungsliste, die wir so schnell wie möglich umsetzen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Schluss, wir sind durch die Pandemie und auch durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine extrem gefordert. Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter müssen wir die Anliegen unserer Kolleginnen und Kollegen transportieren. Die Herausforderungen sind wirklich enorm. Aber wenn ich in diesen Saal schaue, ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam unsere Anliegen durchsetzen werden. Wir sind nicht nur viele, sondern wir sind gemeinsam auch schlagkräftig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Glück auf! Vielen Dank, Norbert, und du hast das wirklich super erklärt mit der Merit Order. Ich glaube, du hast mich ein bisschen verarscht, und ich sollte das nicht machen, wenn ich hinter dir noch mit drauf bin, aber heute bin ich so happy, ich muss nur sagen, liebe Frau Alberger, ihr braucht mir keine SMS mehr schreiben, ich weiß, dass ihr noch länger unterwegs wart, als die Tiroler, sorry, ihr seid gestern schon, aber keine SMS mehr aus Frau Alberg. Der Norbert hat das System der Merit Order wirklich super erklärt, und warum ich ihm auch gebeten habe, dass er das macht, ist, weil ich hätte ja so ein System gern in unserer Gewerkschaftsordnung. Stell dir vor, du hättest das. Du gehst in einen Betrieb, holst 10 Leute zusammen, die ungefähr dasselbe hackeln, schaust, wer von denen verdient am meisten und das müssen dann alle kriegen. Also wenn das gegangen hat, dann ist es auch nehmen. Es sitzen ja da ein paar Leute, die Kollektivvertrag verhandeln, das könnte man ja fordern, Merit Order bei den Lohnverhandlungen. Warum ist das Thema Energie so wichtig? Das Thema Energiekosten muss ja oft herhalten bei einem anderen Bereich. Bei einem anderen Bereich, der uns auch total betrifft und den wir sich jetzt als nächstes anschauen, nämlich der Bereich Wohnen. Wohnen, da möchte ich nur zwei Fakten sagen. Kategoriemieten, also die in Wohnungen wohnen, wissen, was das ist, wurden im April erhöht um 5,5%. 5,5% mehr Miete. Und wenn du sagst, na gut, die Erhöhung 5,5%, ja, aber im Juni diesen Jahres werden es wieder erhöht um 5,5%.
Und wenn die Inflation so weitergeht, wie wir es gesehen haben, kann es uns passieren, dass die Ende des Jahres noch mehr erhöht werden. Und auch zu den Wohnkosten haben wir Menschen auf der Straße gefragt. Apropos von der Straße zu uns, der Vorsitzende der Gewerkschaft Union, Christian Meidlinger. Was sagen die Leute zum Thema Wohnen? Ich bin gerade jetzt auf Wohnungssuche, da merke ich auch, das zieht auch ganz schön an. Ja, bin mal gespannt, was das wird, ob ich mir das leisten kann dann letztlich. Meine Miete ist schon zu Jahresbeginn erhöht worden. Ich gehe aber davon aus, dass es in absehbarer Zeit noch eine Erhöhung geben wird. Ich lebe zwar nicht alleine, bin noch bei meinen Eltern, aber das Ausziehen wird dadurch auch erschwert für junge Personen. Aber wir haben es ja gemerkt, bei einer neuen Wohnung zum Beispiel wird man bei den Betriebskosten momentan gleich mal wesentlich höher eingestuft, weil halt auch die Hausverwaltung sehr vorsichtig ist und aufgrund der wahrscheinlich noch höheren Preise in Zukunft einmal einen wesentlich höheren Preis angesetzt hat. Das hat man schon gemerkt, aber da bleibt einem eh nichts anderes über. Man muss halt dann in anderen Bereichen Abstriche machen. Und die Gewerkschaftsjugend hat sehr, sehr gut, glaube ich, am Eingang, wenn ihr es gesehen habt, auf das Thema Wohnen hingewiesen. Weil gerade für junge Menschen ist es ein Wahnsinn, was zurzeit los ist. Und jetzt kann man sagen, jetzt theoretisiert es ja, nein, wir haben sie einfach die Wohnungsanzeigen von der letzten Woche hergenommen und haben sie ein bisschen durchgeschaut. Und wollen sie euch zeigen? Weil wir ja heute schon von Tirol geredet haben. Hochwertiges Wohnen in der Au in Innsbruck, 43 Quadratmeter, 890 Euro. Wohnen in Grünen, 2 Zimmer, 40 Quadratmeter, 980 Euro. Und jetzt könnt ihr einwenden, na gut, jetzt fängt ihr da mit Innsbruck an. Ist ja so teuer. Ah, ja. Und glaubt ihr, dass es zum Beispiel in Wien anders ausschaut? Schauen wir nach Wien. Eine Single-Wohnung. Single-Wohnung gefällt mir überhaupt gut, das ist besser als kleines Loch. Single-Wohnung, 38 Quadratmeter, 908 Euro. Und die Fotos von der Wohnung, die da sparen wir euch, weil wir wollen die gute Stimmung erhalten. Und jetzt kann ich sagen, ja gut, dann kann er sich halt keine Wohnung leisten, dann soll sie oder er halt in eine WG ziehen. Ja, ein Zimmer, 25 Quadratmeter, in der WG, 575 Euro. Wie sollen sie das die Jungen leisten können? Haben die überhaupt eine Chance auszuziehen? Viele Eltern werden sich ja denken, eine große Ungerechtigkeit. Und jetzt könnt ihr einwenden, naja gut, das ist ja nur wegen den kleinen Wohnungen, die sind so teuer. Da schauen wir sie an, Altbau, 70 Quadratmeter. Die Mietpreise bei Altbau, 70 Quadratmeter, sind je nach Bundesland in den letzten zwei Jahren zwischen 300 und 500 Euro gestiegen. Und jetzt kannst du hergehen und sagen, naja, das geht sich nicht mehr aus. Ich habe nicht mehr Geld. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Ausziehen aus der Wohnung, wenn du das nicht mehr leisten kannst. Oder einfach hergehen und sagen, nur dann, halt kein, dann muss ich etwas hergeben aus meiner Wohnung. Dann sind es halt nicht mehr 70. Tschack, gleich 20 Quadratmeter weniger. Dann tust du das Gleiche. Mann, musst du schlafen im Wohnzimmer. Und weißt du, wenn das so weitergeht, tschack, wieder 20 Quadratmeter, kannst kochen am Gang. Das kann doch bitte, bitte nicht die Lösung sein für die Jungen. Und natürlich kann man einwenden und sagen, jetzt tatsächlich nicht, die Mieteinnahmen sind zwar gestiegen, okay, aber auch die Wirtschaftskraft ist in Österreich gestiegen und das hält sich ja die Waage. Na, schauen wir gemeinsam einmal auf diese Waage. Das BIP ist um 29% gestiegen, die privaten Mieteinnahmen um 100%. 100%. Wer kann sich da das Leben noch leisten? Aber wir wollen ja ein gutes Leben. Wir wollen ja ein gutes Leben. Dreimal so stark stiegen die Mieten. Und jetzt könnt ihr einwenden und sagen, ja gut, aber du redest ja nur von Wohnungen. Es gibt ja Menschen, die leben in Häusern, die bauen sich ein Haus. Die renovieren ein Haus, aber schauen wir sich den Preisanstieg bei den Baumaterialien an. Zum Beispiel bei Ziegel. Wie schaut der Preisanstieg bei Ziegel aus? 9% Preisanstieg bei den Ziegel. Das haut ja gleich alles um 10% auf. Na gut, kann man einwenden, typisch Gewerkschaft, Beton, Ziegel, na baut halt mit Holz. Na ja, schauen wir uns das auch beim Holz.
Schauen wir uns ja an, wie es beim Profilholz ausschaut. Naja, 57% Preissteigerung. 57% Preissteigerung. Innerhalb von einem Jahr. Das heißt, wenn du ein Haus bauen willst oder ein Haus renovieren willst, hast du von Preissteigerungen in einem Jahr zwischen 10% und 15%. Von Holz, Ziegel bis zu Stahl. Preissteigerung beim Stahl 50%. Und wenn wir jetzt über Wohnen, wenn wir über Bauen reden, wird unser nächster Redner uns sagen, was kann man da wirklich dagegen machen? Wer fällt uns ein beim Thema Bauen? Beppo Muchitsch, Gewerkschaftsvorsitzender, Gewerkschaft Bauholz. Beppo. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Teuerung insgesamt ist enorm und sie betrifft wirklich alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie betrifft aber auch vor allem die Jugend und sie betrifft vor allem auch die Pensionistinnen und die Pensionisten. Und wenn der Willi einleitend gesagt kann, das Leben ist nicht mehr leistbar und der Christian Meidlinger aus Spaß gesagt hat, wir müssen mit den Baupreisen runter. Auch das Bauen ist nicht mehr leistbar. Und wenn man dann bedenkt, dass die Zinsen bei Krediten steigen sollen, wenn es nach der EZB geht, dann bedeutet das, dass wer ein Eigenheim gebaut hat und es mit einem Kredit finanziert hat, mit einem variablen Zinssatz, dann wird jetzt diese Rate monatlich auch immer höher werden für den Heißelbauer. Und wenn man bedenkt, dass es viele Leute gibt, die sagen, ich möchte mein Haus renovieren oder ich möchte ein Eigenheim bauen oder eine Eigentumswohnung mir erwärmen und ich brauche eine Fremdfinanzierung und diese Kredite steigen an, dann werden die das nicht mehr tun. Das heißt, das, was uns in dieser Pandemie so geholfen hat, wo wir im ersten Lockdown versucht haben, die Wirtschaft über die Bauwirtschaft anzukurbeln, indem wir eigene Sicherheitsmaßnahmen auf Baustellen erarbeitet haben. Dieser Konjunkturmotorbau wird in Zukunft absaufen. Der wird absterben. Und wenn man bedenkt, dass jetzt viele nicht mehr bereit sind zu investieren, sondern abzuwarten, dann bedeutet es weniger Konjunktur, weniger Beschäftigung und wieder mehr Kurzarbeit und mehr Arbeitslosigkeit. Und geschätzte Kollegen und Kolleginnen, das Thema Bauen hängt unmittelbar mit Wohnen und Mieten zusammen. Wohnen ist bereits für alle teurer geworden. Die Energiepreise klettern nach oben. Ganz besonders explodieren die Mieten. Und viele trifft es direkt, weil sie sich kein Eigentum leisten können, weil sie gezwungen sind, eine Miete in Anspruch zu nehmen oder einen Mietvertrag zu unterschreiben. Und all diese Menschen trifft es und gerade wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter müssen alles daran setzen, auch bei der Teuerung, bei den Mieten im Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen, unserer Pensionistinnen und Pensionisten und unserer Jugend Stopp zu sagen. Stopp bei den Mieten. Und Preise runter, auch bei den Mieten. Und wir werden immer wieder gefragt, warum erhöhen sich die Mieten überhaupt? Es besteht ja kein Grund, bei einem Teil der Miete, bei der sogenannten kalten Miete, den Preis zu erhöhen. Weil die kalte Miete deckt nur den Raumbedarf ab, wo ich drin wohne. Es hat noch nichts mit den Betriebskosten zu tun. Und dennoch werden dort die Mieten auch erhöht, auch bei der kalten Miete. Und eines haben wir gelernt aus den Krisen. Bei jeder Krise haben sich die Immobilieninvestoren letztendlich bereichert. Sie pressen die Mieter aus. Sie erhöhen ihre Mieten aufgrund der Inflation, nicht nur einmal, wie wir es im Film gesehen haben, sondern vielfach mehrmals. Und dann kommen genau jene Leute daher und sagen,
Wenn aber dann höhere Löhne gefordert werden von den Gewerkschaften, das ist ja auch Preistreiberei, da geht ja auch die Inflation rauf, damit sich die Menschen letztendlich das Leben leisten können, müssen wir höhere Löhne fordern. Und genau dort fordert man dann eine Lohnpreisspirale und wirft uns vor, höhere Löhne würde die Inflation antreiben. Bei den Mieten ist die Mieterhöhung offenbar wurscht. Bei den Löhnen nicht. Und das geht nicht. Die Gewerkschaften sind die einzigen, die in dieser Teuerung etwas tun, damit die Leute mehr in die Geldtaschen haben. Und damit ist es uns nicht wurscht. Und wieder Norbert, vielleicht nur drei Zahlen. In dem privaten Bereich sind die Bruttomieten von 2008 bis 2020 um 53% gestiegen. Die Teuerung in diesem Zeitraum 2008 bis 2020 um 23%. Die Menschen sind ausgeliefert, den privaten Vermietern und Immobilieninvestoren ausgeliefert. Nicht alle Menschen haben die Chance, eine Wohnung zu bekommen bei gemeinnützigen Wohnbauträgern oder bei den Gemeinden. Und deswegen unsere Forderung, einen ersten Schritt zu setzen, die Mieterhöhung des Jahres 2022 rückwirkend zurückzunehmen. Die privaten Mietpreise fressen dementsprechend alle Haushaltseinkommen auf. Und die Forderung an diese Bundesregierung ist klar. Mietpreise stoppen. Erste Forderung. Was wir weiters fordern, Kolleginnen und Kollegen, ist, dass es gesetzliche Obergrenzen bei Mieten bei Häusern gibt, die älter als 30 Jahre sind und diese Obergrenzen es geben muss. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es liegen so viele Vorschläge auf dem Tisch, wie man der gesamten Teuerung entgegnen kann. Der Regierung fehlt aber jedes Konzept, jeder Wille und offenbar auch jede Fähigkeit, gegen diese Teuerung anzukämpfen. Andere EU-Staaten zeigen vor, wie das geht. Österreich macht es nicht. Wir liefern die Konzepte, die Regierung tut es nicht. Und daher abschließend unsere Botschaft an diese Bundesregierung. Wenn euch die Menschen in diesem Land wirklich wichtig sind, dann tut etwas. Preise runter jetzt und nicht am Limmerleinstag. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, danke, dass ihr hier seid und danke, dass wir gemeinsam kämpfen. Glück auf! Beppo Muchitsch hat es angesprochen, wie diese Verbindung mit ja, wenn da jetzt die Löhne steigen, da steigen auch keine Preise mit. Wie ist denn das eigentlich? Und wie ist es, wenn man Lohnerhöhung kriegt, kriegt man da wirklich alles? Oder gibt es da irgendwas, was da ein bisschen was wegfrisst? Wenn ihr die Antwort auf diese Frage sucht, ihr bekommt sie jetzt. Christian Meidlinger, Vorsitzender der Gewerkschaft Union. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich kann mich nur allen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen. Es ist ein großartiges Bild, hier heroben zu stehen und euch zu sehen. Herzlichen Dank fürs Kommen, ein herzliches Glück auf an euch alle. Herr Willi hat eingeleitet, wir verhandeln Löhne, Gehälter, Bezüge, Auslagenersätze, vieles andere mehr. Und es geht uns vielfach in den Betrieben so, dass wir hineingehen und sagen, ja, wir haben die Inflation der letzten 12 Monate abgegolten, wir haben ein bisschen was vom Wirtschaftswachstum uns auch noch geholt. Und dann kommen die Kolleginnen und Kollegen und sagen, naja, aber wenn ich mir jetzt meinen Lohnzettel anschaue, meinen Gehaltszettel betrachte, dann geht sich das in der Rechnung nicht aus. Es gibt nämlich einen weiteren Gewinner, wenn man so will, wenn wir Löhne verhandeln und wir verhandeln gute Löhne und wir verhandeln hervorragend, dann gibt es einen Gewinner, der heißt der Staat, dann gibt es einen Gewinner, der heißt Finanzminister. Und warum ist das so?
Das ist so, dass wir natürlich alle unsere Steuern gerne zahlen, denn wir zahlen sie ja deswegen gerne, weil wir uns auch einen Wohlfahrtsstaat damit leisten können und Daseinsvorsorge und viele, viele andere Dinge damit finanzieren können. Aber es ist halt so, dass die Steuern durch die Gesamtsteuer, die wir zu bezahlen haben, schneller steigt, als wir sozusagen die Nettolöhne anheben können. Und daher kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen dem, was wir Steuer zahlen und dem, was wir dann tatsächlich im Geldbörsel spüren. Und jetzt wissen wir, dass es durch diese progressive Steuer, durch dieses Leistungsprinzip, dass es hier, wie gesagt, unser Staat finanziert wird, aber dass damit auch in Wirklichkeit mit Steuerreformen alle paar Jahre was zurückgegeben wird. Diese Steuerreformen passieren dann alle paar Jahre. Es gibt noch keinen Finanzminister, der eine Steuerreform gemacht hat, der nicht von sich selbst behauptet hat, er hat jetzt die größte Steuerreform gemacht. Es ist immer die größte Steuerreform, die gemacht wird. Wir behaupten, es ist nie die größte Steuerreform, die gemacht wird, weil es ist immer eine Schieflage dabei. Und es gibt in der Regel mit dieser Steuerreform einen Teil dieser kalten Progression an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurück. Und da haben wir schon das erste Problem. Bei der Steuerreform stellen sich dann nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an, sondern bei diesen Steuerreformen stellen sich dann immer auch die Unternehmerinnen und Unternehmer an. Und jetzt wissen wir, wer in diesem Land die Steuer erbringt, wer Lohnsteuer zahlt, wer die Umsatzsteuer zahlt. Das sind zu 80% die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das sind wir. Und das ist eigentlich schon ungerecht, dass sie die Unternehmer überhaupt anstellen bei der Steuerreform, weil das ist unser Geld und das ist unsere kalte Progression, die wir da zurückhaben wollen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Was wir haben wollen und was wir verlangen und fordern ist, dass wir eine, so wie es in anderen Ländern ja auch schon der Fall ist, eine gesetzlich verpflichtende Abgeltung der kalten Progression erhalten wollen. Und das soll sich orientieren an der Inflationsrate. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man die Inflation so weiter wächst, ist der Staat der Riesengewinner in der jetzigen Situation. Denn Einrichtungen, die keine Freunde von uns sind, haben errechnet, dass der Staat in den nächsten 2 Jahren bis zu 11 Milliarden Euro zusätzlich an Einnahmen generieren wird. Und wir wollen hier diesen Anteil zurückhaben und wir wollen diesen Anteil so zurückhaben, dass man gleich eine gesetzliche Verankerung macht, nämlich wenn es eine Übersteigung einer gewissen Rate gibt, dass es verpflichtend zurückbezahlt oder zurückgegeben werden muss. Nämlich als Beispiel, ist die Gesamtinflation um 5% gestiegen, dann ist verpflichtend, eine Steuerreform zu machen, dann ist verpflichtend, die kalte Progression abzugelten. Und diese Abgeltung kann dann noch bei geringer Inflation nach 3 Jahren sein oder wenn es so weitergeht wie jetzt, schon wieder nach 1 Jahr stattfinden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber was wir wollen ist, dass es eine soziale gerechte Zurückgabe dieser Gelder gibt. Es kann nicht sein, wenn wir die kalte Progression angreifen oder anschauen, dass dann nur sozusagen die Reichen, die Gutverdiener davon profitieren. Nein, das wollen wir nicht. Steuern und Steuern sollen nach wie vor dazu da sein, dass man den Staat steuert und dass es hier zu einer sozial gerechten Steuerung und sozial gerechten Verteilung kommt. Und daher wollen wir, dass dieses Geld, das hier zurückgewiesen werden soll, diese Abgeltung, dass es zu einer sozial gerechten Abgeltung kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht zu einer durchgängigen. Denn wenn man sich so ein paar neoliberale Zeitgeister in diesem Land anschaut, die auch mit der kalten Progression herumlaufen, dann meinen die ganz was anderes. Dann meinen die Abschaffung der kalten Progression für die Reichen, dann meinen die Abschaffung für die Gutverdiener und haben kein Herz für diejenigen, die so wenig haben, dass sie keine Lohnsteuern zahlen, die so wenig haben, dass sie in der Pension keine Steuern zahlen, die so wenig haben, dass sie hier zu keinen Sozialleistungsvalorisierungen kommen. Und da wird die Corinna dann noch darauf eingehen, auch das brauchen wir unbedingt in diesem Land. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ein sehr technisches Kapitel, ich weiß, die kalte Progression, ein sehr schwieriges Kapitel, aber ein wichtiges Kapitel. Denn zur Stunde fließen rund 11 Milliarden Euro in die Staatskasse und diesen Anteil hätten wir gerne, gerne zurück, liebe Bundesregierung. Also bemüht euch nicht nur Ankündigungen. Da jetzt war's, ein herzliches Glück auf.
Alle sagen, das ist so ein gutes Bild, jetzt mache ich mir ein Foto. Jetzt schaut es ja noch frisch aus. Ich mache ein Foto von euch, weil wir schicken euch morgen alle Unterlagen zu, die sich registriert haben, und dann schicke ich euch gleich die Fotos auch mit, wo ihr oben seid. Beppo. Der Beppo hat gesagt, wir brauchen einen Mietpreisstopp. Der Christian hat gesagt, es braucht die Abgeltung der kalten Progression. Und gerade gestiegene Energiepreise müssen immer herhalten für dieses Thema der Mieten. Aber die Frage ist, brauchen wir jetzt unser Taschentuch für die Tränen abtropfen, wenn wir über die Energiekonzerne reden? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir können das Taschentuch drinnen lassen, dass die Energiekonzerne jetzt nichts sind, was wir da betrauern müssen oder gar zusammenlegen müssen. Der Norbert hat schon recht, ich bin kein großer Fan von Zahlen, aber eine Zahl fasziniert mich. Die Zufallsgewinne, und das ist so ein geiles Wort, ich weiß, Zufallsgewinn. Ich meine, wir sagen das, aber das musst du mal realisieren, ein Zufallsgewinn. Wieder bei uns Arbeitnehmer gibt es ein Zufallsgehalt bei euch, gibt es einen Zufallslohn, ein Zufallsurlaubsgehalt, ein Zufallsfeiern, scheißdreck, das haben wir sich alles erkämpfen müssen. Aber die haben Zufallsgewinne. Zufallsgewinne. Und ich bin sie einer nicht neidig. Ich bin sie einer schon neidig, weil ich die Summe euch sagen möchte. Nicht, dass ich mir das vorstellen kann. 200 Milliarden in der ganzen EU. 200 Milliarden. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie viel Geld das ist. Darum haben wir unsere Volkswirten im ÖGB geholfen. Die haben gesagt, das kannst du dir ganz leicht vorstellen. 200 Milliarden. Ist das, was alle Österreicher gemeinsam vom 1. Jänner bis 30. Mai erwirtschaften, all das Geld zusammen, haben die als Zufallsgewinn. Freundinnen und Freunde, das ist nicht gerecht. Und was man dagegen machen kann, das sagt uns jetzt der stellvertretende Vorsitzende der ProG, Charlie Schaller. Bevor ich heute nach Wien angereist bin, habe ich mir vorher noch erlaubt, einen zufälligen Kurztrip in die Wirtschaftskammer zu machen. Und in der Wirtschaftskammer in Oberösterreich, in Linz, bin ich angesprochen worden und da haben sie zu mir gesagt, aha, fährst du heute auch nach Wien? Und ich habe gesagt, ja, ich fahre heute auch nach Wien. Versammelt euch wieder. Und ich habe dann gesagt, wen meint ihr mit, versammelt euch wieder? Ja, es halt. So wie man es mit es. Naja, die freigestellten Berufsdemonstrierer. Da habe ich gespürt, wen es meinen. Da habe ich gespürt, wen er meint. Und ich habe mir dann gedacht, das passt genau, wenn ich da heute herkomme. Ich will euch das Funkeln in seine Augen, das will ich euch übertragen, was sich der denkt hat. Und so will ich euch auch begrüßen. Lieber Pöbel, geschätzte Teuerungshysteriker, auch wenn es von meiner Seite ein herzliches Glück gab zu unserer Preis-Runter-Konferenz, weil so denken Sie nämlich über uns. Und Kolleginnen und Kollegen, diese Preis-Runter-Konferenz ist einfach notwendig geworden, weil die Teuerung in Österreich wirklich ein Ausmaß angenommen hat, das weit über normale Preisschwankungen hinausgeht. Und da passt das alles so rund zusammen. Das Einkaufen, das Wohnen, das Heizen, das Autofahren, der Strom. Kurzum, die wesentlichsten Bereiche des täglichen Lebens sind da betroffen. Und ich freue mich, weil ich zuerst die ganzen Jugendvertrauensräte draußen gesehen habe. Denn viele junge Menschen, die haben es derartig schwierig und die haben eine derartige Teuerung noch nicht erlebt. Und ich weiß, wie es denen geht. Alle da herinnen,
könnt euch jetzt da aufstellen und könnt die Geschichten erzählen, die ihr jeden Tag in den Betrieben mehr oder weniger erlebt. Ich habe Kollegen bei mir gehabt, wo sich diese Situation nämlich jetzt sogar nur zuspitzt, weil es ist ja nicht nur das, dass es vorher schon Einkommensverluste gegeben hat, aus der Kurzarbeit oder gar aus der Arbeitslosigkeit. Das ganze Ersparte ist mehr oder weniger aufgebraucht. Und diese Menschen, dieser Pöbel, diese Teuerungsexperten, diese hysterischen Menschen machen sich Sorgen, Sorgen darüber, dass sie sich morgen das Leben einfach nicht mehr leisten können. Und da fragen sich viele zu Recht, ja, was ist denn da los in dem Österreich? Das kann es doch nicht sein. Zuerst ist schon angekündigt worden vom Norbert Schnedl, dass er gesagt hat, das ist ja der Überhammer, nicht? Ich meine, bei uns rinnt das Wasser die Donau runter, der Wind weht, die Sonne lacht vom Himmel runter, wir haben mehr oder weniger so viele Kapazitäten. Und dann springen uns da mehr oder weniger die Strompreise entgegen. Übrigens, ich darf es erwähnen, weil du zuerst den Gaspreis erwähnt hast. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Mitarbeiter und die Trixi Bröll ist eher irgendwo da unter uns. Die hat das bereits mitgeteilt. Man muss sich das auf der Zunge gehen lassen. Da hat mit Tränen in die Augen, hat einer angerufen und hat gesagt, jetzt stell dir das einmal vor. Ich habe die neue Gasrechnung gekriegt, weil das zuerst gekommen ist mit den 479% gestiegen. Der hat bisher für sein Haus, hat er gehabt, 183 Euro Gasrechnung. Jetzt hat er die neue Bewertung gekriegt, 583 Euro im Monat sind ab sofort zu berappen. Freunde, wisst ihr, was uns der gewünscht hat, wie wir da heute herkommen sind? Bitte, Gorschi, kämpft für uns. Die Preise müssen runter und das nicht nur reden. Gehen wir miteinander auf die Straßen und fighten wir das durch. Und es haben mir in den letzten Tagen, und da kommen wir aufs Thema, und es haben mir in den letzten Tagen sehr viele Menschen von ihren Energieanbietern, auch die 500.000 Verbundkunden, Post bekommen. Mit dem Hinweis, der österreichische Energieversorgerverbund, der 96% seines Stroms aus Wasserkraft gewinnt, ist verpflichtet, seinen Strompreis zu erhöhen. Kolleginnen und Kollegen, da fehlen einem die Worte. War doch in allen Tageszeitungen zu lesen, dass der Verbund im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von 874 Millionen Euro erwirtschaftet hat und kündigt gleichzeitig in der Prognose für 2022 dank kräftiger Zusatzgewinne, einen erwartenden Gewinn von sage und schreibe 2 Milliarden Euro an. Und dann stellt sie am Tag des Herrn, es war der Sonntag, der 24. April, der Verbundchef Strugl vor die Kameras, die Hände am Herzen und sagt mit fast weinerlicher Stimme, wir sind am hohen Strompreis nicht schuldig. Ich bin gebunden ans Aktienrecht. Würden wir den Strom an unsere Kunden billiger verkaufen, würden wir ja die Aktionäre schädigen. Kolleginnen und Kollegen, das muss man sich einmal auf der Zunge gehen lassen, wie die mehr oder weniger mit uns umgängen und warum diese Teuerungen so da sind. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Und Freunde, was mich am meisten betroffen macht bei der Geschichte, das ist das, keine Spur von einem schlechten Gewissen, keine Spur, wenn viele einkommensschwache Haushalte nur mehr schwer ihre Stromrechnungen zahlen können und immer mehr und auch Unternehmen mit dem Rücken zur Wand stehen. Keine Spur von einem schlechten Gewissen, wenn im Vorjahr die Megawattstunden um 55 Euro verkauft wurde und es heuer 200 Euro, also um 145 Euro mehr sind, keine Spur von irgendeiner, von einem schlechten Gewissen.
Da stimmt nämlich der Spruch wirklich, wenn das so weitergeht. Früher habe ich mich vor der Dunkelheit gefürchtet, heute fürchte ich mich vor der nächsten Stromrechnung. So schaut es nämlich aus. Und das wollen wir ja wohl auch nicht. Und dieser selbe Verbundchef hat überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn er so ganz nebenbei die Dividende heuer von 75 Cent auf 1,05 erhöht und so 364 Millionen ausschüttet. Kolleginnen und Kollegen, zusammengefasst, es reicht. Erstens, Strom- und Gasmärkte müssen entkoppelt werden. Wenn die Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Strom- und Heizkosten bezahlen sollen, da muss eine Gesellschaft, da muss eine Gewerkschaft sagen, stopp, so geht es nicht. Da zählt nicht mehr die Schönheit irgendeiner Marktordnung. Das muss von da einmal weggehen. Und das Zweite, was wichtig ist, vor allem zum Zweiten, wenn man weiß, dass diese enormen Preissteigerungen nur aus den unsicheren Erwartungen und den damit verbundenen Spekulationen auf den Finanz- und auf den Energiemärkten resultieren, da muss eingegriffen werden. Und zwar, solange den Energieunternehmen, der in den Vorjahren üblich Gewinn bleibt, gehören diese Zufalls- und Zusatzgewinne bei allen Energieversorgern, abgeschöpft und damit jene Menschen, die unter der Teuerung am stärksten leiden, diese zu entlasten. Dafür muss dieses Geld verwendet werden. Abschließend darf ich vielleicht auch noch erfahren, sagen, wenn mir das, mir nagelt das richtig, wie mir Müllviertler sagen. Was tut die Bundesregierung, was tut der Brunner, der Finanzminister Brunner? Wir haben zuerst gehört, 11 Milliarden Euro mehr nehmen alleine aus dieser Verteuerung abgecasht. Und das ist halt, glaube ich, auch der richtige Ort, um das einmal zu sagen. Er wird nicht müde. Und wir mit Dollar gemeinsam mit der GPA stehen ja vor den Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst. Und er wird nicht müde, uns täglich ausrichten zu lassen, bei den anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen Augenmaß zu bewahren und sich in Lohnzurückhaltung zu üben. Werter Herr Finanzminister Brunner, wo bleibt denn Ihre Zurückhaltung bei explodierenden Mieten? Wo bleibt Ihre Zurückhaltung bei steigenden Spritpreisen? Und wo bleibt Ihre Zurückhaltung bei steigenden Heiz- und Stromkosten? Da sollten Sie den Hebel ansetzen, im eigenen Haus, Herr Finanzminister Brunner. Den Kolleginnen und Kollegen, eins ist schon klar, und das wird für mich da herinnen mit jedem Referenten spürbarer. Die Kollektivvertragserhöhung, das ist das einzige und wirksamste und nachhaltigste Maßnahme, sich das Leben in diesem Land überhaupt noch leisten zu können. Und wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wir brauchen keine Ratschläge von jemandem, der bei jeder ausverhandelten Lohnerhöhung ohne sein Zutun nur über steigende Lohnsteuereinnahmen mitschneidet. Kolleginnen und Kollegen, Strom und Heizen, das sind Grundbedürfnisse jedes Menschen und dürfen kein Luxus sein. Niemand darf in Österreich frieren oder soll im Finstern sitzen. Das sollten Sie sich, Herr Finanzminister Brunner, zu Herzen nehmen und daran werden wir Sie auch messen. Glück auf, Kolleginnen und Kollegen. Charlie Schaller, du hast gesagt, niemand sollte in dem Land hungern müssen. Und das führt uns zur nächsten Frage. Wie schaut es eigentlich mit den Lebensmittelpreisen aus? Und was denken die Menschen auf der Straße über die Lebensmittelpreise?
Zum Beispiel den Salat, den ich immer im Hofer kaufe, ist es nicht mehr 70 Cent, es ist jetzt 1,30 Euro. Ich habe jetzt da herausgefunden, am Markt bin ich momentan gut aufgehoben mit den Preisen. Ich versuche auf günstigere Alternativen umzusteigen, wenn möglich, was oft eh schon schwer ist. Im Restaurant merkt man, dass ein Teller mindestens 15 Euro kostet und das kann man sich jeden Tag nicht leisten. Billigere Sachen halt auch kaufen, wo man natürlich dann auch oft bei der Qualität halt einsparen muss. Also halt das Übliche. Und während ihr da angereist seid zur Konferenz, habe ich mir gedacht, haben wir Generalprobe gemacht und da habe ich mir gedacht, weil das heute länger dauert, gehe ich inzwischen einkaufen. Und bin ich umgegangen. Jetzt haben sie mir das zugepickt, da steht ja Billa stehen. Ich darf es ja nicht sagen, dass ich beim Billa war. Aber das, was ich jetzt sage, ist eigentlich vollkommen wurscht, ob ich beim Billa, Spar, Billa Plus, Zielpunkt, Penny, das haben wir es alle gesagt. Egal, wo ich hingegangen war, egal in welches Geschäft, es war dasselbe Problem gewesen. Ich meine, ich habe meine Sachen gekriegt, keine Frage. Aber was mich schon ein bisschen irritiert hat, nicht was ich gekriegt habe, sondern was ich gezahlt habe. Morgiges Frühstück. Salmon, wie die da. Salmon, Semmeln. 10,4% mehr für Semmeln. Aber wer isst von uns eine trockene Semmel? Also nein. Dazu gehört eine Butter. Butter, 25% mehr, 25% für die Butter mehr. Dann gibt es Leute, die essen das da. Nein, nein. Nein. Das ist der Mörder-Shitstorm jetzt wieder, wenn ich Veganer-Schmäß mache. Also die Leute, die mein Essen, das Essen wegessen, müssen 26% mehr zahlen. Und der schaut nicht einmal gut. 26% mehr. 26% mehr für den Salat. Aber selbst ich muss 11% mehr. 11% mehr für die Wurst zahlen. Und wenn du das Wurst und das Fleisch und den Salat, brauchst du natürlich das Öl. Und Öl ist an sich nicht billig. Aber 17,7% für die Lebensmittel. Und damit du den Schock auch wirklich verkraftest, was machst du nach dem Essen? Du trinkst dann? Danke. Danke für das einzige nicht-alkoholische, was ihr vorgeschlagen habt. 15%. 15% zahlst du einen Kaffee mehr. Und wenn du dann nur Milch brauchst zum Kaffee, 10,8% mehr. Ich meine, sagt mir nicht besser, aber wenn du, und jetzt fahre ich mal übers Kabel, mach ich nicht. Und wenn du das jetzt zusammenrechnest, kannst du sagen, das sind ja nur ein paar Prozent. In Summe, für Vermülle, sind das nicht ein paar Prozent. In Summe sind das für Vermülle, schaut euch das bitte an, 600 Euro im Jahr, 600 Euro im Jahr, was das teurer wird. Jetzt kann man sagen, was gehst du einkaufen? Kannst du ja billig essen gehen? Gehst du halt zum Mäcki? Nein, ich gehe nicht zum Mäcki. Aber eins weiß ich, der Cheeseburger hat beim Mäcki immer den gleichen Preis gekostet. 1 Euro. Ja? Na, dann geht's noch. Nein, geht's nicht. Aber sagen wir, ihr gangt nach der Veranstaltung zum Mäcki, dann zahlt ihr für den Cheeseburger keinen Euro. Der Cheeseburger heute bei Mäcki, 1,60 Euro. Na, der arme McDonalds müssen wir zusammenlegen. Der hat auch was machen müssen, weil die Preise steigen. 1,60 Euro für das Ding. Ich hab's nicht gehört. Und kleiner ist er geworden. Ja, danke. Ich habe ja keine Ahnung von Fastfood. Also, so kommen wir nicht weiter.
Ihr habt keine Ahnung von Fastfood, nie gesehen. Und jetzt könnt ihr sagen, mach einmal was Gesundes. Bock einmal einen Kuchen. Nein, das wollte ich nicht, dass ich einen Kuchen bock. Aber unsere Volkswirtinnen und Volkswirte haben gesagt, dann was isst man, wenn wir einen Kuchen machen? Einen Kugelhupf. Was kostet so ein Kugelhupf? Selber gemacht, selber einkauft, selber gemacht. So ein Kugelhupf hat bisher gekostet, wenn du es selber gemacht hast, knapp über 4 Euro. Wenn du es jetzt selber machst, knapp über 5 Euro. Jetzt kann man sagen, das ist ja nur 1 Euro, ja, aber früher hast du um den Preis 12 Stiegel gekriegt, jetzt kriegst du mehr 10 Stiegel um den gleichen Preis außer. Jetzt sagst du, du musst ja keinen Kuchen essen. Ja, ich war letzte Woche mit ein paar Freunden im Schweizer Haus. Ein Krügel, 5,50 Euro für ein Krügel. Gastronomie, Einzelhandel. Und mir ist das deswegen wichtig, weil viele Leute sagen, na, brauchst du ja nicht fortgehen, brauchst du ja nicht essen gehen. Aber Freunde, gutes Leben heißt nicht nur hackeln. Gutes Leben heißt auch, dass wir mit unseren Familien fortgehen können, Freizeit haben können. Von der Freizeit über die Gastronomie bis zum Einzelhandel wirken sich die Lebensmittelpreiserhöhungen aus. Was können wir dagegen tun? Barbara Deiber, die Vorsitzende der GPA. Lieber Willi, du hast wirklich keine Ahnung vom Fastfood. Sollen wir da das glauben, dass du passt? Ja, ich sage auch einmal Danke an euch alle. Das Bild ist großartig. Danke, dass viele von euch wirklich Stunden auf sich genommen haben, daher zu fahren und auch wieder zurückzufahren, damit wir alle gemeinsam wirklich lautstark der Bundesregierung ausrichten können. Preise runter und besser heute als morgen. Danke an euch. Und wie man das machen kann, dass eben morgen die Preise schon unten sind, dafür haben wir als ÖGB, als Gewerkschaften, als Arbeiterkammer wirklich viele, viele gute Vorschläge. Und einer davon ist eben die befristete Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Und der Willi hat jetzt einige Beispiele aufgezählt. Jeder merkt es im Supermarkt. Das bringt viele, viele wirklich mittlerweile schon zur Verzweiflung, die Rechnung am Supermarkt. Und nur ein konkretes Beispiel. Eine Betriebsrätin hat mir vor ein paar Tagen erzählt, eine Kollegin von ihr, die Tagesmutter ist, die muss jetzt, um eben den Kindern jede Woche gescheit was am Tisch zu bringen, kochen zu können, bis zu 50 Euro mehr in der Woche ausgeben im Supermarkt. Und dann kommt noch dazu die Mieterhöhung, die Stromerhöhung, die Gaserhöhung. Und das bedeutet, dass die Kollegin jetzt vor der Delogierung steht. Das sind die Situationen, womit wirklich viele momentan leben müssen. Und die Regierung redet von Hysteriker, haben wir schon gehört, oder von sie warten bis in den Herbst. Es gibt nichts abzuwarten. Wir brauchen jetzt Maßnahmen für unsere Kollegen und Kolleginnen. Wie so Milliarden an Wirtschaftshilfen gegangen ist, da hat diese Regierung nicht so viel Zeit braucht. Da haben sie sofort Pakete geschnürt. Aber wenn es um das Leben der vielen geht, dann wartet man ab. Und das werden wir nicht länger zulassen, liebe Kollegen und Kolleginnen. Das sind Wirtschaftshilfen in Milliarden geflossen. Und vieles war wichtig, notwendig. Es sind viele Arbeitsplätze gerettet worden. Aber es haben viele sogar im Lockdown mehr verdient als davor. Jeder von euch kennt Geschichten, dass manche gar nicht mehr aufsperren wollten
und nicht mehr hochfahren wollten, weil die Wirtschaftshilfen so viele sind. Und bei uns, wenn wir zum Beispiel mit der Forderung der Streichung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel kommen, bei uns kommt man dann mit dem Argument der Gießkanne. Unsere Präsidentin, die Renate, hat es erwähnt, die Gießkanne. Man muss nur zielgerichtet vorgehen und darf nicht mit der Gießkanne vor sich gehen. Da werden akademische Debatten geführt, aber merkt ihr eins? Immer nur, wenn es um Maßnahmen für die vielen geht, für die Arbeitnehmer, für die Pensionisten, dann kommt man mit so Argumenten. Wenn es um die Wirtschaft geht, nicht. Und wir haben uns das angeschaut, ganz konkret, unsere Forderung der Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel. Und auch da stimmt das mit der Gießkanne nicht. Gerade Haushalte, die weniger Einkommen haben, geben überproportional viel für Lebensmittel aus, für ihre Supermarkteinkäufe. Und die brauchen jetzt sofort eine Entlastung. Wir werden nicht aufhören, bis das endlich kommt. Wir brauchen jetzt eine Entlastung. Und wie gesagt, nicht im Herbst, nicht nächstes Jahr. Wir brauchen jetzt für unsere Kolleginnen spürbare Maßnahmen. Und dazu ist die Bundesregierung auch da, verdammt nochmal. Und wenn man sagt, das kostet zu viel Geld und wirklich auch da uns als Gewerkschaftsbewegung darf niemand missverstehen. Wir sagen immer, wir brauchen Steuereinnahmen für Bildung, für Gesundheit, für Pflege, für ganz, ganz wichtige Sachen in unserem Land. Aber Sie können uns nicht nur beim Thema Rekordteuerung fragen, was man tun müsste. Sie können uns auch fragen, wie es zu mehr Geld kommen. Dann sollen es einfach die Köst nicht senken und den Unternehmen nicht zusätzliches Geld nachschmeißen. Die brauchen es momentan eh nicht. Da gibt es mehr Geld. Und wir könnten auch die Millionärsteuer einführen. Da gibt es mehr Geld. Dann könnte man all das machen, was wir wollen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es gibt wirklich dieser volle Raum gibt viel, viel Kraft. Wir werden durchhalten. Wir lassen die Menschen in unserem Land nicht im Stich. Wir machen Politik für die vielen. Drum sind wir da, drum sind wir lautstark und drum sind wir unwiderstehlich. Glück auf, ihr seid super. Ich würde das gerne aufnehmen von der Barbara und die Renate hat das auch schon gesagt. Uns werfen sie immer die Gießkanne vor. Erstens heute das wurscht jetzt da, aber uns werfen sie immer die Gießkanne vor. Aber wenn wir uns anschauen, wie die Corona-Förderungen an die Unternehmer ausgezahlt wurden, nein, das war nicht die Gießkanne. Hey, das war der Feuerwehrschlauch, wie da drüber gespritzt wurde. Und diese Ungerechtigkeit, die werden wir uns auch jetzt anschauen, nämlich ganz konkret. Wenn es um die Menschen geht, die wirklich an der Armutsgrenze leben, unter der Armutsgrenze, was heißt es mit der Teuerung für diese Menschen und was können wir hier fordern, damit das in dem Land nicht passieren kann, dass wir noch mehr arme Menschen haben, als wir eh schon viel zu viel haben. Dazu die ÖGB-Vizepräsidentin Corinna Schumann. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wir Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Personalvertreterinnen und Personalvertreter haben immer für einen starken Sozialstaat gekämpft. Das ist das, was wir brauchen, weil wir wissen, dass der starke Sozialstaat das Vermögen derer ist, die nicht so viel haben im Geldbeutel, weil sie es brauchen, die Leistungen des Sozialstaats, die sie absichern.
Wir brauchen dieses Netz des Sozialstaates und dieses Netz muss fest sein. Und dieses Netz darf keine Löcher haben und dieses Netz darf nicht durchhängen, sondern muss alle auffangen. Weil wir wollen nicht, dass die Menschen in die Armut rutschen, in die Verzweiflung. Wir wollen, dass alle ein würdevolles Leben haben, egal welcher Schicksalsschlag sie ereilt. Und wir haben bereits... kurz nach Beginn der Pandemie gesagt, Regierung, tut's was, bitte setzt das Arbeitslosengeld auf 70% der Nettoersatzrate. Das muss man jetzt machen. Man kann ja die Menschen nicht abrutschen lassen. Aber statt hier was zu tun, hat die Regierung gesagt, na ja, vielleicht tun wir doch ein bisschen eine Diskussion über den Missbrauch des Arbeitslosengeldes anfangen. Ja, so kann man doch mit den Leuten nicht umgehen, die ihre Arbeit verloren haben. Wir brauchen einen starken Sozialstaat, auf den sie die Leute verlassen können. Aber wir wissen auch, schon in den letzten Jahren sind die Leistungen des Sozialstaates weniger geworden. Die haben einen Wert verloren. Wenn man allein denkt, die Familienbeihilfe hat in den Jahren von 2000 bis 2001 30% an Wert verloren. Und jetzt kommt dazu noch die Teuerung. Ja, wie sollen Sie da die Familien weiterhelfen können bei diesen Preisen? Der Willi hat es ja gesagt, diese Preise, die wir haben bei den Lebensmitteln, bei der Heizung, beim Wohnen, wie soll es da weitergehen? Und was macht die Regierung? Sagt, na überlegen, Einmalzahlung, eine gute Idee. Nein, Einmalzahlung ist keine gute Idee, das hilft nur ein bisschen. Wir brauchen eine Valorisierung, wir brauchen eine Wertanpassung, um das geht es jetzt. Und es geht nicht nur um die Familienbeihilfe, es geht auch darum, das Kinderbetreuungsgeld ist 2002 eingeführt worden und wie oft ist es erhöht worden? Kein einziges Mal. Und das trifft jetzt noch auf die Teuerung. Wie sollen da junge Familien, die am Beginn sind, wo es eh schwierig ist, wo man neu anfängt, wie sollen die da durchkommen? Und die Regierung sagt, ja, ist schon wahr. Aber in Wahrheit sagen sie, rät es uns in ein Sackel und stützt es uns vor das Bundeskanzleramt, weil wirklich tun wollen wir nichts. Aber so kann es nicht weitergehen. Jetzt braucht es endlich eine Aufwertung dieser Sozialleistungen, damit die Menschen eine Chance haben. Und das Gleiche ist mit dem Pflegegeld. Auch das hat 28% an Wert verloren. Und es sind noch viele andere Punkte. Und lasst es mir noch eins sagen, weil das ist mir so wichtig und das geht mir so zu Herz. Die Frauen leiden ganz besonders unter der Teuerung. Die Frauen sind jene, die weniger verdienen in den Frauenbranchen und sind jene, die zum Großteil Teilzeit arbeiten. Und die trifft die Teuerung ganz hart. Und diese Regierung verschwendet keinen Gedanken an die Frauen. Und ich kann nur sagen, wir Gewerkschaftsfrauen sind jetzt schon wirklich heiß. So kann es nicht weitergehen. Jetzt muss einmal auf die Frauen geschaut werden. Wir wissen, was es braucht. Es braucht einen gescheiten Booster bei der Kinderbildung. Wir brauchen die Valorisierung der Sozialleistungen. Und wir brauchen endlich Respekt vor den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die so viel leisten und die jetzt gar nicht mehr wissen, wie es mit ihrem Geld umgehen sollen und jeden Cent 5-mal umdrehen müssen. Man braucht ein Herz für die Leute. Und diese Regierung hat es nicht, aber wir sind heute da, um zu sagen, jetzt ist Zeit, tut endlich was. Glück auf! Vielen Dank, Corinna. Ich bin ja an sich ein sehr, sehr energievoller und meistens lustiger Mensch, aber ich war bei einer Veranstaltung der Volkshilfe, wo es genau um das gegangen ist, um Kinderarmut. Und ich habe dann Sachen gelernt und über Sachen nachgedacht, über die ich vorher, muss ich ehrlich sagen, nie nachgedacht habe.
Da hat meine Frau erzählt, sie haben so wenig Geld, dass jeder Kindergeburtstag, wo ihre Tochter eingeladen wird, für sie ein Problem darstellt, weil sie ja Geld braucht, um sie am Geschenk bei den anderen zu beteiligen. Und weil die anderen das wissen, wird ihre Tochter jetzt nicht mehr so oft zu den Kindergeburtstagen eingeladen, weil man ihr ja helfen will. Und wenn man sich das vorstellen, dass Kinder dann nicht mehr eingeladen werden und sozial ausgrenzt werden und nicht im Bösen, sondern weil man helfen will, weil Menschen dann für ihr eigenes Kind dann sagen, ich will, dass eingeladen wird, aber ich kann mir das Geschenk nicht mehr leisten. Das ist etwas, was mir ziemlich zugeht und wo ich mir denke, das würde ich nur dann tolerieren, wenn es allen Menschen in dem Land schlecht geht. Aber es ist unpackbar, es zu tolerieren, wenn die einen ihre Kinder nicht zu Kindergeburtstagen kennen, während die anderen die Zufallsgewinne abschöpfen. Das hat doch nichts mit dem Österreich zu tun, das sie wir vorstellen. Und unser letzter Themenbereich, Mobilität. Und wer von euch im März letzten Jahres zur Tankstelle gefahren ist, 50 Euro auf den Tresen hingelegt hat und gesagt hat, um 50 Euro Diesel. Wisst ihr, wie viel der gekriegt hat damals? Vor einem Jahr? 43 Liter. 43 Liter Diesel. Wenn du im März diesen Jahres wieder dein 50er genommen hast, hingelegt hast und gesagt hast, Diesel, hast 24 Liter. 24 Liter und 0,6. Für den selben 50er. Jetzt frage ich, war eure Lohnerhöhung auch so? War die Steuerentlastung gerechtfertigt? Das wird immer komplexer für uns. Aber das ist ja kein Thema, was uns betrifft. Das ist ein Thema, was alle Menschen auf der Straße betrifft und über das die Menschen diskutieren. Autofahren überlegt man sich jetzt schon zweimal, ob man weiter wegfährt, weil das Tanken natürlich enorm explodiert ist. Ich bin normal mit einem Tank, weil ich sparsam fahre, einen Monat ausgekommen und jetzt, zwei Wochen mit dem gleichen Betrag. Und in die Arbeit komme ich nicht ohne Auto. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass vielleicht die Öffis dadurch teurer werden könnten, weil natürlich die Busse auch tanken müssen. Was sehr verändert hat bei mir ist, ich schaue jetzt eher, wann ich tanken gehe, weil am Wochenende ist ja teurer, also ich tanke jetzt eher vormittags und unter der Woche. Aber sonst hat man nicht viel mehr Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt einen Pendler hernehmen, einen Pendler oder eine Pendlerin, in dem Fall ist es ein Pendler, der wohnt in Neuberg an der Mürz. Ich weiß nur, ob Steirer da sind, die das kennen. Na, wenig, wenn ich mir das anhöre. Neuberg an der Mürz. Arbeiten tut er in Kindberg. Das sind 35 Kilometer. Pendelt. Täglich. Haben wir sich ausgerechnet, was heißt das an Mehrkosten pro Jahr? Dass der Mensch in die Arbeit fahren muss, ist klar, dass ihm das was kostet. Aber was der Wahnsinn ist, dass dieser Pendler in einem Jahr gegenüber dem letzten Jahr um 680 Euro mehr zahlen muss. Die Lohnerhöhung hat es aber nicht gegeben. 680 Euro. Und wie wir festgestellt haben, nicht das ganze Leben zum Glück ist Arbeit. Da gibt es auch Urlaub. Wenn Niederösterreicher zum Beispiel da waren, na, mehr als Steirer auf jeden Fall. Eine Familie, die in Gmünd wohnt und vor der Pandemie gesagt hat, fahren wir in Urlaub, fahren wir nach Kroatien, nach Opatija. Das ist cool, dort fahren wir hin. Also auf von Gmünd nach Opatija, wunderschöner Urlaub, wirklich klasse. Die zwei Kinder voll im Krieg. Und nach der Pandemie hat die Familie gesagt, das war so leiwand, geh, fahren wir dort wieder hin. Dann haben sie sich angeschaut, was kostet das Hotel? Boom, gescheit aufzahlen müssen fürs Hotel. Und dann haben sie gesagt, na gut, was haben wir damals gezahlt für den Sprit in Urlaub nach Kroatien?
Und wie weit kommen wir, wenn wir genau so viel Geld heuer wieder in den Sprit investieren? Also sind sie weggefahren noch von Gmünd, theoretisch. Und wisst ihr, wo sie hingekommen sind? Wisst ihr, wo sie hingekommen sind? Fast ein bisschen über die österreichische Grenze sind sie gekommen. Sie sind nach Aßling gekommen. Aßling in Slowenien. Wirklich super. Mann, wenn du aus Gmünd bist, du hast auch wunderschöne, wunderschöne Wälder. Für die Kinder ist deppert, weil Aßling hat irgendwas nicht, was Kinder gern haben. Strand, Wasser, Meer, nichts mit dem. Aßling, sehr super. Das sind die Warenpreissteigerungen, die wir uns anschauen können. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, ja, aber die hätten ja mit den Öffis und mit den Kindern in Urlaub fahren können. Aber auch bei den Öffis, beim öffentlichen Verkehr, gibt es einiges zu tun und einiges, was wir fordern. Dazu der Vorsitzende der Gewerkschaft wieder, Roman Hebenstreit. Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich ein echtes Privileg, hier zu stehen und die Geschlossenheit und die Solidarität der Gewerkschaftsbewegung zu spüren. Ich wollte euch nur sagen, bitte unterschätzt es nicht, was da heute stattfindet, weil jeder und jede, die heute daherkommen ist, motiviert die Kolleginnen und den Kollegen, die neben ihnen sitzt. Und wir werden genau diese Motivation und Geschlossenheit brauchen, wenn es darum geht, um die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen da draußen in den Betrieben einzutreten. Danke fürs Kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Arbeitsverhältnis und Sklaverei? Das ist relativ simpel. Ja? Der Unterschied zwischen einem normalen Arbeitsverhältnis und Sklaverei ist der, dass du für ein normales Arbeitsverhältnis in der Regel mehr bekommen solltest, als wie das, was du zum nackten Überleben brauchst und was du vielleicht dazu brauchst, um dich fortzupflanzen, weil wir wollen in der Zukunft auch noch Arbeitskräfte haben. Das nennt man dann Reproduktionskosten. Also Unterschied zwischen Arbeitsverhältnis und Sklaverei heißt, es soll mehr sein als die nackten Reproduktionskosten. Relativ simpel erklärt. Das ist im Grunde nach für jedes Unternehmen vollkommen selbstverständlich. Weil wenn du heute unternehmerisch tätig wirst, dann kaufst du deine Rohstoffe ein, dann baust du eine Produktionshalle, dann brauchst du Energie, brauchst du Logistik, brauchst du Arbeitskräfte, dann rechnet es zusammen, das sind dann die berüchtigten Produktionskosten und dann schlagst du was drauf, ja, weil das Ganze soll sich ja auszahlen. Ja. Es soll sich ja danach auch für den oder die, die da unternehmerisch tätig werden, auch ein gutes Leben ausgehen. Das stimmt. Und das ist auch gut so und das ist auch legitim, weil niemand würde auf die Idee kommen, unter diesen sogenannten Gestehungskosten unternehmerisch tätig zu werden. Und an dieser Stelle vielleicht noch einmal kurz auf ein kleines Thema Bezug genommen. Immer dann, wenn Arbeitskräfte aufmarschieren, organisiert durch ihre Gewerkschaften und sagen, wir brauchen höhere Löhne, dann werfen sie uns die berüchtigte Lohnpreisspirale vor. Ich habe den Herrn Finanzminister noch nie einen Appell formulieren gehört, der da lautet, bitte, bitte, geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer, bitte holt euch zurück bei den Gewinnen, weil es droht eine Gewinnpreisspirale. Und das ist übrigens genau das, was wir jetzt gerade erleben. Wie ist denn das für die arbeitenden Menschen in diesem Land? Wie schaut es denn mit unserem Geschäftsmodell aus? Ja? Während die anderen nicht mehr wissen, was die Gewinne hindurch sollen und zu ausufernden Spendenaktivitäten schreiten, werfen uns die anderen die heute schon zitierte Hysterie vor. Aber unser Geschäftsmodell, wie schaut denn uns als arbeitende Menschen aus? Wir haben ja auch sowas wie Reproduktionskosten. Das heißt, für uns braucht es ja auch was zum Essen. Wir brauchen auch unsere Rohstoffe. Wir müssen auch irgendwo leben und uns quasi weiterbauen und weiterformen als Menschheit. Das heißt, wir brauchen auch Dach über den Kopf. Wir müssen uns aus- und weiterbilden, um unsere Arbeitskraft entsprechend auch verkaufen zu können. Das heißt,
unsere Produktionskosten, wenn man so will, die explodieren gerade gewaltig. Und ja, es stimmt, natürlich spielt dabei die Mobilitätskosten eine entscheidende Rolle. Jeder von uns, der das möchte und das tun muss, nämlich seine Arbeitskraft feilzubieten, seine Lebenszeit zu verkaufen und Arbeit anzubieten, der will sich irgendwo qualifizieren und ausbilden. Und das wollen wir letztendlich auch für unsere Kinder. Und in den seltensten Fällen findet das unmittelbar vor der Haustür statt, wie wir wissen. Davon abgesehen, dass man sowas wie eine Entscheidungsfreiheit vielleicht haben möchte und sagt, naja, ich habe besondere Interessen und möchte eine spezielle Ausbildung machen und die ist vielleicht nicht unbedingt in meiner Gemeinde, sondern im nächsten Bezirk, im nächsten Land oder vielleicht sogar über der Landesgrenze. Das heißt, wir wollen einen Job ausüben, der uns auch erfüllt, der uns Freude bereitet und wo wir vielleicht auch sowas haben wie Lebensperspektiven. Und wie wir wissen, in der Regel ist auch das nicht immer gleich vor der Haustür zu finden. Und das heißt, wir müssen in die Arbeit fahren. Wir wollen, dass unsere Kinder gut betreut werden und dass sie entsprechende Aus- und Weiterbildung erlangen können. Und auch da ist es Realität, dass, wie wir wissen, Stichwort Kinderbetreuung ist heute schon mal gefallen, auch das findet, wie wir wissen, nicht unbedingt unmittelbar vor der Haustüre oder in der eigenen Gemeinde statt. Und ja, manchmal ist es auch der Fall, dass wir Gesundheitsversorgung brauchen, eine medizinische Leistung. Und auch da brauchen wir leistbare Mobilität, um Gesundheitsvorsorge, Gesundheitseinrichtungen abseits unseres Heimatortes entsprechend genießen zu können. Und das letzte Beispiel hat der Willi jetzt gerade gebracht. Ja, vielleicht steht es uns dann auch manchmal zu, uns nach der Arbeit zu erholen und vielleicht einmal einen Urlaub zu genießen. Und auch dazu braucht es, wie wir wissen, ein entsprechend leistbare, qualitativ hochwertiges Mobilitätsangebot. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 1 Milliarde Menschen nutzen jährlich, ihr habt es richtig gehört, 1 Milliarde Menschen nutzen in Österreich jährlich das öffentliche Verkehrsangebot. Und das sind nicht die, wo in der Früh der Chauffeur gerade kurzfristig krank geworden ist oder wo das Dienstauto zufällig gerade in der Werkstatt ist, sondern das sind die Menschen, die, um genau diese Rahmenbedingungen zu erreichen, die ich gerade vorher beschrieben habe, das sind genau die Menschen, die deshalb auf das öffentliche Verkehrsangebot angewiesen sind, weil sie sich einfach nichts anderes leisten können. Das ist für die bittere Realität. Und deshalb ist leistbare Mobilität und alles, was damit in Verbindung steht, auch eine der zentralen Forderungen, um gegen die Teuerung anzukämpfen, Preise runter zum Leben zu erwecken. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, diese Maßnahme, die wir da fordern, nämlich die Mehrwertsteuer auf die ÖV-Tickets zu streichen, die basiert genau auf dieser Idee. Die basiert darauf, dass wir sagen, es ist erstens treffsicher, weil ich glaube, weder der Bierer noch der, weiß ich nicht, wenn man noch einfällt, ja, die bekannten Personen kennen wir eh alle, nicht? Also, Sigi Wolf oder sonst, wir haben glaube ich alle keine Monatskarten, nicht? Also es wird relativ treffsicher sein. Wir wissen, dass es unmittelbar und sofort wirksam ist und wir wissen, dass es nebenbei auch noch einen Lenkungseffekt hat, Stichwort Klimakrise, wo wir ja einiges zu tun hätten. Und ich sage es heute einmal, es gibt nur eins, was schlimmer ist als überfüllte Züge, das ist nämlich gar keinen Zug zu haben. Insofern muss uns eins klar sein, es braucht diese Maßnahmen jetzt und sofort, um Mobilität und die Mobilitätskosten entsprechend nach unten zu treiben. Es kann da wohl nicht ernst sein, dass wir vorgestern über die Medien erfahren haben, es gibt jetzt irgendwie einen 250-Euro-Bonus, der dann quasi so alles erledigen soll. Ja eh, wenn uns die Miete, die Strompreise, das Lebensmittel oder ich weiß nicht was nur einmal anfallen würden im Jahr, dann wäre es eh okay, dann darf es vielleicht mit den 250 Euro schon ausgehen. Aber das, was da auf uns in der Zwischenzeit zukommt, was da auf unsere Kolleginnen und Kollegen einprasselt, das werden wir nicht mit 250 Euro ausgleichen müssen. Da wird es alle diese Maßnahmen brauchen, ohne Einschränkungen, die heute schon von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern erwähnt wurden. Also, hör mal auf, denen das Geld in den Hals zu schmeißen, die eh genug haben. Und geben wir es denen, die es brauchen. Es ist genug da für alle. Es haben bekanntlich nur die Falschen. Glück auf!
Ein großer Teil Mobilität betrifft jetzt nicht nur die Menschen, wie der Roman uns jetzt erzählt hat, was zu tun ist im öffentlichen Verkehr, sondern viele Menschen sind am Weg zur Arbeit oder auch in der Arbeit auf ihr Auto angewiesen. Was heißt das jetzt für die Menschen, die mit dem Auto in die Hocken fahren oder in der Arbeit mit dem Auto fahren? Dazu der Vorsitzende der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldediensteten, Kollege Köhler, bitte. Es ist ein beeindruckendes Bild, das sich mir da zeigt. Aber noch beeindruckender ist die Stimmung, die in diesem Saal, hier in dieser Halle herrscht. Vielen herzlichen Dank für euer Kommen und herzlichen Dank, lieber Willi und dein Team für die Organisation. Ich darf euch namens der GPF sehr herzlich willkommen heißen. Es ist schön, dass es nach der Pandemie wieder mal so eine Konferenz gibt, wo sich Betriebsrätinnen, Betriebsräte, Personalvertreterinnen, Personalvertreter, Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter versammeln, um zu einem wichtigen Thema zu diskutieren und zu beraten. Traurig ist der Anlass dafür. Traurig ist die Teuerung, die teuerste Entwicklung der letzten 50 Jahre. Und der Wille hat es in seiner Anmoderation gesagt, es gibt kaum einen Bereich, der davon nicht betroffen ist. Und diese 50 Euro sind ein sehr gutes Symbol. Ihr erinnert euch ans Tanken vergangenes Jahr, wo ihr mit einem Tank mit 50 Euro ausgekommen seid. Heute braucht ihr 90 Euro dafür. Es ist fast nicht mehr möglich, unter die 100 Euro zu bleiben. Und viele Kolleginnen und Kollegen in allen Branchen, natürlich auch bei der Post und im Bereich der Telekom, aber auch die Pensionistinnen und Pensionisten und Jugendlichen brauchen Sprit zum Fortkommen von A nach B. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind tagtäglich mit dem Auto im Einsatz, aber nicht des Vergnügenswillens, sondern auch, dass sie die Dienststellen erreichen, besonders im ländlichen Bereich. Und hier bedarf es entsprechender Maßnahmen der Bundesregierung. Und eine Maßnahme ist, um den Spritpreis herunterzubekommen, die Mineralölsteuer zu streichen. Befristet zu streichen, bis wir wieder ein vernünftiges Maß haben, um ein gutes Leben für alle zu entwickeln. Wir haben in Österreich 5,1 Millionen Fahrzeuge im privaten Pkw. Das heißt, von den 20 bis zu den 80-Jährigen haben wir Lenkerinnen und Lenker, die mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Alle sind von dieser Teuerung betroffen. Pro Liter fließen 40 Cent dem Herrn Finanzminister zu. 40 Cent Mineralölsteuer. Das heißt, ich könnte mir 20 Euro ersparen bei einem vollgetankten Fahrzeug, wenn die Mineralölsteuer gesenkt wird. Das ist ausgesetzt wird. Das ist eine Maßnahme, für die der Herr Finanzminister verantwortlich zeichnet. Aber was macht die Bundesregierung? Erinnert euch, im März, da tauscht man ein paar Minister aus, weil der Parteitag bevorsteht, dann geht der Bundeskanzler zum Redepult und sagt, es gibt das Virus, aber es kümmert uns nicht. Es hätte nicht kümmern müssen, dass sie etwas tun gegen diese Teuerung. Und das haben sie bislang nicht getan. Sie haben 3 Monate Zeit gehabt. Seit drei Monaten gibt es dieses Paket, dieses Forderungspaket des ÖGB, der AK und der Sozialpartnerinnen. Und nichts ist bis jetzt passiert. Und jetzt, weil heute diese Konferenz stattfindet, kommt die Regierung darauf, am Nachmittag die Sozialpartner einzuladen. Da seht ihr schon, was wir entwickeln können, wenn wir Druck erzeugen. Und deswegen ist diese Preise-Runter-Konferenz so notwendig und so wichtig. Es ist, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Pflicht der Bundesregierung, dazu zu sorgen, dass jenen geholfen wird, die es dringend brauchen. Und das sind nicht die Konzerne, das sind nicht die Großunternehmer, das sind nicht jene Menschen, die das Fahrzeug abschreiben können und den Sprit durchs Unternehmen zahlen lassen. Nein, es sind diejenigen, die am Rücken der anderen Profit machen müssen, gestärkt werden. Jene Menschen, die dafür sorgen, dass das Land am Laufen gehalten wird, die brauchen die Unterstützung. Und zwar sofort und jetzt. Preise runter, muss jetzt klappen. Und darauf müssen wir setzen und daraus werden wir den Druck entsprechend entwickeln. Während der Pandemie, insbesondere 2021, sind immer von kürzester Zeit gesetzliche Maßnahmen angeordnet worden, Verordnungen gemacht worden, um hier rasch Maßnahmen zu setzen, im Sinne der Pandemie einzudämmen. Da hat man nicht gesagt, es dauert die ganze Abwicklung von Gesetzeswerdungen.
Ja, heute, gestern sagt der Herr Rauch, das dauert bis in September, bis wir hier entsprechende Pakete setzen können. Nein, wenn die Regierung den Willen hat, dann kann sie es auch rascher machen. Und genau in die Richtung müssen wir gehen. Viel zu oft ist das Geld weg, aber das Monat noch da. Wir müssen alles daran setzen, dass hier der Teuerung ein Ende gesetzt wird. Und bitte und bitte und unterstütze entsprechend. In dem Sinne ein herzliches Glück auf und alles Gute. Vielen Dank, Richard. Vielen Dank mit der wichtigen Forderung, die du erhoben hast. Und jetzt der letzte Redner, derjenige, der uns sagen wird, was ist konkret zu tun, was erwarten wir und wie werden wir es angehen. Der Präsident des ÖGB, Wolfgang Katzian. Danke, lieber Willi. Du, das Team, alle, was da mit da haben bei der Vorbereitung, ihr habt das richtig, richtig gut gemacht, richtig, richtig gut vorbereitet. Und ich glaube, in unser aller Namen, super Stimmung, klasse Veranstaltung, super habt ihr es gemacht. Danke, Willi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich brauche euch jetzt auch nicht nur sagen, dass das leibend ist, wenn man da steht und in eine so gut gefüllte Halle schaut, in so motivierte, engagierte Gesichter. Das ist eine Selbstverständlichkeit, aber ich muss es sagen, so wie es meine Vorrednerinnen und Vorredner auch gesagt haben, es ist wirklich klasse und das Leibendste ist, dass wir uns gemeinsam sehen können, dass wir nicht über irgendwelche Bildschirmkasteln miteinander kommunizieren und dass wir auch diese Kraft entwickeln können, dass wir spüren, was da für Kraft ausgeht, wenn wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gemeinsam unterwegs sind. Und dass wir... Geht schon. Und wenn man sich für was einsetzt und wenn man hartnäckig ist, dann kann man auch erfolgreich sein und dann ist man auch erfolgreich. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Beispiel ist die Verlängerung der Kurzarbeit. Die ja jetzt bestehende Kurzarbeit läuft mit Ende Juni aus. Und wir haben gesagt, es muss für das zweite Halbjahr wieder eine Kurzarbeit geben, weil wir ja abgesehen davon, dass wir nicht wissen, was das depperte Virus macht, auch wissen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund der Lieferkettenproblematik zu Schwierigkeiten, besonders in der produzierenden Industrie, kommt. Und daher haben wir gesagt, wir brauchen die Kurzarbeit auch im zweiten Halbjahr. Aber was wir sicher nicht mehr machen, ist, dass wir uns mit 80, 85 und 90% mit dieser Abgeltung während der Kurzarbeit zufrieden geben. Es geht um die Nettoersatzrate, wie viel kriegt man, wenn man in Kurzarbeit ist, von dem, was wir vorher gehabt haben. Und wir haben gesagt, wir wollen durchsetzen, wenn es wieder zur Kurzarbeit kommt, dass wir eine Nettoersatzrate von 90% erreichen. Und da ist uns von Anfang an von allen möglichen Seiten gesagt worden, das geht nicht. Die Regierung hat gesagt, sie finanzieren es nicht. Mit den Arbeitgebern haben wir dann verhandelt. Und ich kann euch heute sagen zu dieser Konferenz, letzte Nacht haben wir den Sack zugemacht. Es wird die Kurzarbeit geben im zweiten Halbjahr und die Nettoersatzrate wird 90% sein für alle betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich erwähne das deswegen zu Beginn, weil es, glaube ich, schon ein gutes Zeichen ist und zeigt, was man auch bewegen und erreichen kann, wenn man solidarisch vorgeht und gemeinsam ein Ziel verfolgt und nicht zu früh die Nerven wegschmeißt. Und so machen wir das auch im Zusammenhang mit der Teuerung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Vorrednerinnen und Vorredner haben so viele der Punkte aufgezählt, die wir in den letzten Wochen und Monaten aktiv in die Diskussion eingebracht haben. Die Renate und ich waren mehrfach sowohl bei den Spitzen der Bundesregierung als auch bei einzelnen Fachministern und haben versucht, die Punkte darzulegen, die aus unserer Sicht wichtig sind. Und ich möchte ja
gar nicht so sehr auf alle Details eingehen, kann ich auch gar nicht, weil wir haben ja nicht ewig Zeit. Aber wisst ihr, was mich so persönlich so magert und wo ich so persönlich immer wieder ein Problem habe? Dass ich das Gefühl habe, manches Mal, es wird auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert. Wenn wir von Betroffenheit sprechen, wenn wir darüber reden, wie es Leid geht in der Situation, dann reden wir von Menschen, von Empfindungen, von Schicksalen, dann reden wir davon, wie es denen Leid geht. Und oft habe ich dann, wenn mir irgendwelche Grafiken dann dargestellt werden, Excel-Charts übermittelt werden, Gießkannendiskussionen und sonstiges mehr, denke ich mir manches Mal, von was reden die jetzt eigentlich? Ja? Weil es ist natürlich eh alles super, wenn da die Gelehrten da Länge mal Breite irgendwelche Tabellen hinhauen, aber keine einzige von diesen Tabellen hilft denen, die mit dem Geld nicht auskommen und die übermorgen nicht wissen, wie sie einkaufen sollen. Und darum kann ich nur sagen, wir horchen uns das eh alles an, wir schauen uns das auch alles an, aber irgendwann reicht es mit den Tabellen und mit den Geschichten und mit den Grafiken, jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden und der Zeitpunkt, wann das ist, ist jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht irgendwann. Und dann kommt das Argument, wir haben eh schon so viel gemacht, bitte. Dann sagt der Herr Finanzminister, aber 4 Milliarden sind ja nicht nichts. Da hat er recht. Da hat er recht. 4 Milliarden ist richtig viel Geld. Wir müssen uns nur anschauen, wofür werden die 4 Milliarden, die in den bisherigen 2 Paketen gesetzt wurden, verwendet und wie viel von dem profitieren die Arbeitnehmer und wann kriegen sie das? Zum Beispiel der Energiekostenausgleich 150 Euro. Weiß ich genau, weil das habe ich gestern für meine Mama, die ist 85, ausgefüllt und abgeschickt auch mittlerweile. Der kommt irgendwann im Spätherbst oder im nächsten Jahr zum Tragen. Also das ist eh was Feines, aber es ist halt irgendwann und nicht jetzt. Und der Punkt ist, wisst ihr, und das ist auch das, was so schwierig ist, viele der Maßnahmen, die hier gesetzt wurden, sind Ankündigungen, wo man noch nicht wissen, wie sie umgesetzt werden, oder sind Einmalzahlungen. Danke für die Unterstützung. Und Einmalzahlungen, das ist halt was, von dem man auch nicht auf die Dauer leben kann. Weil eine Einmalzahlung hat den bläden Beigeschmack, dass das Wort einmal drin ist. Das heißt, es gibt einmal ein Geld, aber es gibt nicht laufend ein Geld und es ist nicht nachhaltig. Und das macht es in Wirklichkeit auch so schwierig. Also Einmalzahlungen sind nicht das, was wir anstreben. Ihr habt die Daten und Fakten gesehen, die Inflation liegt bei 8%. Ihr habt gesehen, was das heißt für eine vierköpfige Familie von den Auswirkungen. Und wir wissen auch, das, was bisher gemacht wurde und was bei den Arbeitnehmern ankommen soll. Der Energiekostenausgleich, das Aussetzen der Förderpauschale, die 100-Euro-Senkung der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe. In Summe sind das 340 Euro Einmalzahlung für Arbeitnehmerinnen und Pensionistinnen und Pensionisten. Und ehrlich gesagt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist zu wenig und daher braucht es dringend, dringend, dringend Maßnahmen, die jetzt greifen. Und ehrlich gesagt, da kann man jetzt da diskutieren, wir haben ja gehört, was jetzt alles diskutiert wurde in den letzten Tagen. Ja, da werden wir vielleicht hergehen und den Klimabonus verdoppeln, hat der Roman eh schon was dazu gesagt gehabt. Aber das war ja nicht zur, den Klimabonus, außer ich habe was falsch verstanden, den gibt es ja nicht zur Bekämpfung der Teuerung. Das war ja zum Ausgleich der CO2-Bepreisung gedacht. Ne? Also wenn das eine und das andere, kann ich nicht sagen, das ist aber auch eine Maßnahme gegen die Teuerung, weil da fallen mir wahrscheinlich noch 17.000 andere Sachen an, die auch alle als Maßnahmen gegen die Teuerung verkaufen und sagen, so viel haben wir eh schon gemacht. Die Frage ist immer, was kommt an und wann kommt es an? Und tut uns bitte nicht alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen. Das brauchen wir wirklich nicht. Fällt uns nicht am Schmäh. Und dann gibt es Dinge, also ich bin eh immer sehr für Sachliche, ich bin ja kein Streithansel. Außer wenn es sein muss. Ne? Das kennen wir alle. Aber manche Dinge machen mich dann auch zornig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zornig macht mich der permanente Versuch, Satzern bekannter neoliberaler Hardliner,
die von der Not und Sorge der vielen getriebenen Debatte dazu verwenden, um ihre Geschichten der Bevölkerung und uns allen eine zu drucken. Und das ist was, wo ich sage, das müssen wir auf das Entschiedenste zurückweisen. Und sie wollen, dass wir mit ihnen darüber reden. Sie erzählen das Märchen von der Lohnpreisspirale, reden von der sozialen Treffsicherheit, von der Gefahr der Gießkanne und verkaufen uns die Senkung der Lohnnebenkosten als das Mittel, mit dem wir alle Probleme lösen. Und all denen, die da so unterwegs sind und die uns in Wirklichkeit mit diesen Aussagen verarschen, denen rufen wir heute klipp und klar zu, wenn ihr wollt, dann reden wir genau über diese Punkte, aber dann reden wir Tacheles. Weil die Märchen, die ihr erzählt, glaubt niemand. Reden wir nicht über eine Lohnpreisspirale, die es in den letzten 40 Jahren in dem Land nicht gegeben hat. Reden wir über die Gewinnpreisspirale. Reden wir über die Treffsicherheit. Gerne. Ihr sagt uns die Gierskau. Die Gierskau, wenn wir darüber reden, dass wir die Lebensmittelpreise, die Mehrwertsteuer senken oder aussetzen für einen bestimmten Zeitraum. Ja, das ist ja nicht treffsicher, weil die Butter wird ja dann auch für einen, der viel verdient, billiger. Das soll, und dann sagen sie, und das ist die Gießkanne, ja? Und wie die großen Milliardenbeträge geflossen sind bei den Corona-Förderungen, das war kein Gießkau. Das glaubt, der Wasserrohrbruch auf der Südostangenten ist. So ist alles geschoben. Und bei uns war es die Gießkau, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie reden wollen, reden wir auch über massiv steigende Gewinne. Wir reden über Windfall-Profits. Norbert Schnedl hat darauf hingewiesen. Übergewinne, ne? Zufallsgewinne, hat der Willi gesagt. Her damit, alles das müssen wir uns holen. Und ich brauche die Dinge nicht übermäßig nochmals alle wiederholen und zusammenfassen. Der entscheidende Punkt ist, wir haben lange und detailliert auf Sozialpartnerebene verhandelt. Wir haben Gespräche geführt und haben ein Paket geschnürt. 9 Punkte haben wir der Bundesregierung übergeben. Bis zum heutigen Tag können wir unter 1 seit heute ein Hackerl machen, das ist die Kurzarbeit. Alle anderen Punkte sind offen, neue Punkte sind hinzugekommen, Forderungen von uns. Warum? Weil wir haben das schon im März gemacht und da war die Inflation auch noch niedriger als was jetzt ist. Und darum haben wir gesagt, wir müssen bei den Lebensmittelpreisen was tun. Und es werden weitere Punkte dazukommen, weil wir nicht zuschauen können, wie die Leute leiden unter dieser Entwicklung und wie nichts getan wird. Und ehrlich gesagt, wenn es notwendig ist, dass wir uns da versäumen, dass wir schnell wieder einen Termin kriegen, so wie heute, dann können wir sie jede Woche auch versäumen, wenn sie das haben. Wenn was weitergeht noch, dann können wir das schon machen. Aber nur, wenn was weitergeht. Nur, wenn was weitergeht. Weil es bleibt dabei, Escort-Service sind wir keines, aber wenn man mit uns verhandelt und Vereinbarungen trifft, sind wir auch pakttreu und halten uns dran. Aber was nicht geht, ist, dass man irgendwelche Arbeitsgruppen macht und uns dort 2 Monate mit Nichtsitzungen irgendwie versucht, bei Laune zu halten und dann sagt, und hurra, jetzt haben wir 121 Punkte, als Ergebnis der Arbeitsgruppen, das werden wir uns jetzt anschauen. Also wer glaubt, dass man uns so vorführen kann, lebt am Mond und in einer halben Stunde haben wir das Treffen und genau das werden wir einer Songrenate tun, oder? Ja. Vielleicht sage ich auch jetzt, da sind wir noch gekommen, die Renate Anderl und ich, aber das nächste Mal kommen wir alle miteinander. Aber, weiß ich noch nicht. Kommt auf die Stimmung an. Um was geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wirklich ganz kurz zusammengefasst, es geht um 3 Dinge. Es geht um rasche Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für Pensionistinnen und Pensionisten. Es geht zweitens um die Dämpfung der Inflation. Das hat eine österreichische und eine europäische Komponente. Da muss man sich einhauen, dass da was weitergeht. Und es geht drittens um die Sicherung der Kaufkraft. Und das steht über dem Ganzen, neben all den Maßnahmen, wie man schnell helfen kann, ist unsere Aufgabe als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter natürlich auch,
die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sichern. Und das heißt, diese Konferenz heute dient dazu, um deutlich zu machen, tut's was, macht's was jetzt und sorgt dafür, dass die Inflation nicht weiter steigt. Weil wir haben bald wieder große Kollektivvertragsverhandlungen. Wir sehen uns alle miteinander bald wieder. Und damit einige, die da jetzt schon sagen, naja, da muss sich aber der Finanzminister einmischen und mit den Gewerkschaften reden und ihnen erklären, was anschließen dürfen und was nicht anschließen dürfen. Habe ich alles gelesen in der letzten Zeit. Ne? Und all denen möchte ich gerne auch ausrichten mit eurer Unterstützung. Wer glaubt, dass wir Lohnabschlüsse im Herbst unter der Inflationsrate machen, der lebt am Mond und soll es über die Häuser hauen. Genau das braucht man nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Danke. Dankeschön für eure Solidarität und für die Unterstützung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was kann man jetzt machen? Was tun wir in der nächsten Zeit? In der gleichen Intensität, wie wir jetzt um die Kurzarbeit gekämpft haben, werden wir dranbleiben bei den anderen Punkten zur Teuerung. Ob was geht oder nicht, wissen wir vielleicht schon heute am Abend. Und wenn ich irgendwas Spannendes erfahre, werde ich euch also über die ZIP-2 heute ausrichten. So mir der Armin Wolf die Chance gibt, das auch zu tun, aber ich hoffe doch sehr. Aber wir müssen was tun miteinander. Wir müssen die nächsten Wochen und Monate nützen, weil Verhandlungen sind das eine. Das machen wir, das haben wir gesagt, wenn es einen Sinn macht. Escort-Service sind wir keines. Aber wenn es Sinn macht, verhandeln wir und schauen, dass man gute Ergebnisse zieht. Aber wir müssen auch zeigen, dass wir es ernst meinen. Es muss spürbar sein, dass das heute der Beginn auch, wenn es notwendig ist, einer notwendigen Eskalation ist. Und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter fangen damit an, dass sie zuerst einmal Betriebsrätinnen und Betriebsräte informieren. Und dann überlegen, was sind die nächsten Schritte. Wir sind nicht die blank ziehen und sagen, hurra, weil es lustig ist, machen wir irgendwann wirklich. Das war nie unser Stil, das ist nicht die österreichische Gewerkschaftsbewegung. Wir haben in dem Land so oft bewiesen, dass wir Verantwortung übernehmen können. Und es schadet gar nichts, bei so einer Gelegenheit sich daran zu erinnern, wo war denn das Land, wenn es nicht unsere Väter, Mütter, Großväter, Großmütter gewesen wären, die nach den Gräuel des Faschismus dieses Land wieder aufgebaut haben und zu einem blühenden Land des Friedens gemacht hätten. Wo wären wir? Nirgends. Wir, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Gewerkschaftsbewegung. Wir sind der Teil der Geschichte, die diese Erfolge erst möglich gemacht hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Daher bitte ich euch sehr, nutzen wir die Möglichkeiten der nächsten Wochen und Monate. Informiert bitte die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben in der geeigneten Form, von der Bodenzeitung bis zur Betriebsversammlung. Schauen wir, dass wir die Kolleginnen und Kollegen so informieren, dass sie auch dann, wenn es notwendig ist, sagen, okay, wir sind miteinander dabei und wir setzen die nächsten Schritte. Diskutieren wir, welche nächsten Schritte das sein können in den Gewerkschaften, in den Bundesländern. Nutzen wir den Sommer für gemeinsame Aktivitäten und zeigen wir gemeinsam, wie wichtig uns die Sicherung der Kaufkraft ist. All das, was wir jetzt tun, all das, was wir jetzt in die Motivation und in die Mobilisierung einzahlen, all das hilft uns im Herbst. Und der Herbst ist nicht nur ein Thema für die Metallverhandlungen. Es ist ein Thema für alle Gewerkschaften. Es ist ein Thema von der Privatwirtschaft bis zum öffentlichen Dienst. Und das werden wir gemeinsam stemmen und gemeinsam meistern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nutzen wir die nächsten Wochen und Monate auch,
um jene, die noch nicht in unserer großen gemeinsamen Gewerkschaftsfamilie dabei sind, zu überzeugen und zu sagen, hey, Alter, Alte, das wäre doch ein... Darf man das sagen? Ah, okay. Jetzt war es zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, Gewerkschaftsmitglied zu werden. Jetzt war ein guter Zeitpunkt, Gewerkschaftsmitglied zu werden, weil wenn es darauf ankommt und wenn es wirklich krachen sollte, dann bist du auch als Gewerkschaftsmitglied auf der sicheren Seite, weil, sorry, eine Streikunterstützung kriegen halt nur Gewerkschaftsmitglieder und andere nicht. Und vielleicht muss man das dem einen oder der anderen auch wieder einmal in Erinnerung rufen. Ich denke mir, schaden tut es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt so viele Krisen in dieser Welt, die sich gegenseitig befeuern und ergänzen. Und wir sind auch nicht blauäugig. Wir können nicht die Krisen einfach anstellen, indem wir uns bis zum Scheiter durchkämpfen und dann stellen wir auf Stopp. Das wird nicht gehen. Was wir aber machen können und was wir versuchen, das ist, die Krisen im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu managen, zu beeinflussen. Und wir können an Rahmenbedingungen und Hilfsmaßnahmen mitarbeiten und wir können Orientierung organisieren. Und wir können versuchen, ein Stück Sicherheit all jenen zu geben, die jetzt verzweifelt sind und weil sie nicht weiter wissen. Und ihnen auch vermitteln, dass sie in einer starken, gemeinsamen, solidarischen Gewerkschaftsfamilie A, gut aufgehoben sind und B, die Basis dafür haben, dass wir gemeinsam das erreichen, was wir alle wollen. Ein gutes Leben für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Glück auf, danke für eure Solidarität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lasst den 50er liegen. Und jetzt ersuche ich euch, um drei Minuten eurer vollen Aufmerksamkeit zum Abschluss. Es wäre nämlich ein ganz schlechtes Signal, wenn wir uns hier treffen, uns hier beklatschen, uns hier erzählen, wie wichtig das alles ist, wenn wir den nächsten Schritt nicht schaffen. Drum das ersuchen. Bitte, geh mal außer. Die Barbara hat gesagt, die vielen. Sagen wir den vielen, was der Stärkste ist, was die Schwachen haben. Uns, die Gewerkschaft, bitte, erzähl mir das den Leuten. Wir haben eine Umfrage vorbereitet, eine Umfrage, bitte, ihr als Betriebsräte, macht es in den Buden, erzählt einer die Geschichten und ladet die Leute ein, sie sollen uns ihre Teuerungsbeispiele erzählen. Weil wir wollen die Renate und den Wolfgang und alle, die verhandeln, mit guten, guten Beispielen ausstatten. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, was können wir noch machen? Was ist das für eine Bodenzeitung? Wie schaut so eine Bodenzeitung aus? Wie schaut eine Bodenzeitung aus? So schaut es aus. Man kann solche Sachen ganz einfach im Betrieb hernehmen und sagen, hey, streicht es mal an, was geht euch auf die Nerven? Was ist zu tun? Und diese Bodenzeitung und all die Materialien, die ihr benötigt, könnt ihr auf der Website bestellen. Und die Website sage ich euch jetzt nicht, weil ihr es eh nicht aufschreiben könnt, sondern alle, die heute dabei waren, bekommen morgen ein E-Mail mit den besten Bildern, den besten Redeausschnitten und all den Fakten, die ihr braucht. Und wenn ihr jetzt sagt, na geh, das schickt er uns jetzt per E-Mail, so gern hätte ich was gehabt, wenn ich da rausgehe, okay. Die druckfrische Solidarität bekommt ihr beim Rausgehen mit dem Schwerpunkt Teuerung. Eine ganze Soli, die euch bei der Unterstützung hilft. Und wenn ihr jetzt sagt, na, was mache ich mit der dicken Soli, ich brauche ja was Einfaches im Betrieb, keine Ausrede, weil... Ein wirklich einfacher Folder. Wisst ihr, warum uns das so wichtig ist? Es ist uns wichtig, dass man nicht da heute sitzt und sagt, das war eine super Veranstaltung, sondern dass wir nur rausgehen, Mitglieder werden und unsere Menschen motivieren. Und ich kann euch sagen, so wie jeder andere Redner, ich bin persönlich jeden Tag, wenn ich aufstehe und in die Hocken fahre, stolz, dass ich die Hocken machen kann. Aber an so Tagen wie heute, bin ich doppelt und dreifach stolz, Teil dieser Bewegung zu sein.
Vielen Dank dafür, dass ihr da wart, mich stolz macht und dass wir dieses Thema weiterfahren. Und bitte, bitte, euren letzten Applaus. Euren letzten Applaus für die Menschen, die seit 3 Wochen kaum was anderes machen, als die Veranstaltung zu organisieren. Die Menschen aus dem Grundlagenbereich des ÖGB, aus der ÖGB-Kommunikation und aus der ÖGB-Organisation. Die Kolleginnen und Kollegen, die hinten beim Ton sind und dafür ermöglichen, dass mein Geblärre bis ganz hinten hörbar ist. Vielen Dank. Die Kolleginnen und Kollegen, die an den Kameras stehen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die die undankbarste Aufgabe haben, weil die seht ihr gar nicht, aber die sitzen dahinter, machen die Regie und haben das alles ermöglicht. Schauen wir einen Blick, weil wir wollen alle zeigen, die hier gearbeitet haben. Und das ist die Regie hinter der Bühne. Recht herzlichen Dank. Und jetzt haben wir nur mehr eine einzige Bitte an euch. Kommt alle gut nach Hause. Glück auf! Glück auf!